So, jetzt müsste es funktionieren. Kleiner Streaming-Test, Leute, Freunde. Ich probiere mal, ob das geht über Restream. Jetzt auf Twitter und YouTube So. gleichzeitig zu streamen. Jetzt müsste es funktionieren. Kleiner Also Streaming-Test, ich sehe es Leute. hier, Jetzt Marc, Freunde. müsste es funktionieren. Ich probiere mal, ob das geht über Restream. So, jetzt bin ich auf, glaube ich, auf Twitch und auf YouTube. Dauert aber ganz kurz. Ey, LP, grüß dich. Ich hoffe, ihr hört mich. Twitter, Twitch meine ich, ja. Sorry. Hi LP, wie geht's dir? Cool, dass du da bist. Wir machen mal ganz kurz einen Test, ob ich auf YouTube und auf Twitter gleichzeitig Twitch gleichzeitig streamen kann. Über Restream geht es. Ich zeige euch das mal. So, hier ist mein Stream. Und ich hoffe, es geht. Ich brauche nur ganz kurz die Chat-App. Dann kann ich nämlich alle eure Chat-Nachrichten in einem Streaming-Fenster sehen. So, ich installiere die mal ganz kurz. Wohin? Er war gerade weg. Ich hatte gerade mein Mikrofon hat gerade abgekackt, hat gerade wieder so Roboterstimme gehabt. Dann habe ich neu gestartet. Und jetzt streame ich gerade auf Twitch und YouTube gleich. Ich muss mich ganz kurz hier anmelden, Leute. Geht gleich los. Ich mache mal kurz ein Beat an im Hintergrund, dann ist es nicht so langweilig. So, einen Moment. Wo haben wir das hier? Musik. So. So, ich logge mich da mal ganz kurz ein, Freunde, und bin dann gleich für euch da. Oh fuck, vertippt. So. Ich hoffe, das funktioniert. Twitch und YouTube jetzt gleichzeitig. Ja, grüezi, fix nochmal. Wie geht's dir? Wie steht's, Lights? Hallo, Drunken Papa Bier. Alles super, soweit. Ich hatte gerade einen Absturz. Beziehungsweise mein Mikrofon ging nicht. Jetzt habe ich einen Neustart gemacht und dachte, jetzt versuche ich mal auf Twitch und YouTube gleichzeitig zu streamen, wie gesagt. Wenn es irgendwas ruckelt, bitte sagt mir das. Weil ich finde das voll verwunderlich. Ich streame jetzt gerade auf beiden. Ja, auf beiden Plattformen. So, wo ist denn mein. Ach krass, guck mal, ich zeige euch mal was, Leute. Das hier ist der Chat. Da kommen alle Nachrichten. Auch die Leute, die auf Twitch sind. So, bin auch da. Yo, guys, Social Support. Sehr schön, das freut mich. Ich hoffe, es funktioniert. Project Overdrive. Was ist Project Overdrive? Drunk Papa Bier? Und ich hoffe, es ruckelt nicht. Wenn ihr das Stream nachladen solltet, sagt mir bitte Bescheid. Dann funktioniert das nicht mit Twitch und YouTube gleichzeitig. So, ich muss mich hier mal ganz kurz anmelden. Connect. Zack. Zugriff zulassen. So, ich bin gleich da. So, da bin ich angemeldet. YouTube melde ich auch noch kurz an. Zack. Zulassen. So, jetzt müsste es funktionieren. Ich hoffe, es geht. Ich zeige euch das auch direkt mal mit einer Bildschirmübertragung. So, jetzt bin ich mit Twitch verbunden, wie ihr seht hier, und mit YouTube verbunden. Flüssiger als Wasser. Geil. Es ruckelt kein Stückchen. Echt? Hammer, Mann. Ey, das mache ich jetzt immer. Jetzt bin ich auf Twitch und Twitter gleich, YouTube gleichzeitig. Das ist ja voller Hammer. Das muss ich jetzt aber mal testen, Freunde. Jetzt gehe ich mal kurz auf meinen Twitch-Account und guck mal, ob dann Stream läuft. Naja, Twitch und YouTube zusammen Project. Achso, das meinst du, ja. Project Overdrive. Absolut. Jetzt gucke ich mal kurz, ob das hier. Achso, das meinst du, ja. Project Tatsächlich, Leute, es Overdrive. funktioniert. Absolut. Jetzt gucke ich mal kurz, ob das hier. Das ist ja geil. So, dann mache ich das mal zu. Das ist ja super geil. Und hier seht ihr, sind alle Chat-Nachrichten zusammengefasst. Das muss ich mal ein bisschen größer ziehen, wenn das geht. So, da kann ich nämlich mehr lesen. Aber wie kann ich euch jetzt antworten? Das muss ich nur ganz kurz rausfinden, Leute. Steambot kann ich auch. Ach, den connecte ich auch. Den Nightbot und so. Okay, das funktioniert. Aber wie kann ich euch schreiben?
Knock spielt. Zack. Mann, 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 Mann. Ah, es geht. Ich schreibe mal kurz was. Test. Okay. Habt ihr die Nachricht bekommen? Ich denke schon, wa? Die Testnachricht im Chat jetzt, im Chatfenster. Die habe ich jetzt nämlich hier reingeschrieben. Das ist mein Chat. Alles zusammengefasst von Twitch und YouTube. Ist ja super geil, dass das funktioniert, Leute. Dann geht es gleich wieder weiter. Ich möchte aber nur gerne hier eine andere Farbe einstellen. Das ist alles so unübersichtlich. Hier ist es auch viel besser auf Twitch, meinst du, wa? Und was wolltest du denn heute alles zocken? Ich weiß nicht, wir können gleich mal... Wir haben gerade Assassin's Creed Black Flag eigentlich gezockt. Das hatten wir abgestimmt. Das könnten wir eigentlich weiter zocken oder Abstimmung machen. Sollen wir Abstimmung machen nochmal? Dann machen wir nochmal Abstimmung. Wenn wir jetzt neu angefangen haben mit dem Stream, dann stimmen wir jetzt nochmal ab. Ich hau jetzt 3 Spiele wieder rein. Und Hino, kannst du das bitte kurz machen? Das wäre super nett für dir. Test, Test, Test. Nightbot, ach, der geht auch. Hey Robux, moin, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Schön, dass du da bist. Hä, wie, wo, was? Was ist los? Ich wollte fragen, ob du noch mal kurz eine Abstimmung machen könntest. Wenn wir jetzt einen Stream neu gestartet haben, mit Assassin's Creed Black Flag drin und die anderen 2 Games. Einmal Retro und was war noch mal drin? Slender. Slender, Super Nintendo und Black Flag. Wäre cool, wenn du es nochmal machen könntest. So schön, morgen wieder frei. Oh, geil. Morgen ist der Feiertag, stimmt. Deshalb dachte ich auch, ich streame heute mal. Spontan. Ich war ja gerade schon auf YouTube seit 2 Stunden oder so. Oder 3. Dann gab es einen kleinen Absturz und jetzt bin ich bei Twitch und YouTube zusammen. Ja. Klar, kein Problem. Okay, super. Hey, ich komme voll durcheinander, Freunde. Guck mal, hier in dem Stream sehe ich alle Chats und hier auf YouTube sehe ich nur die Leute, die auf YouTube was schreiben. Also schaue ich jetzt einfach mal nur hier rein, das ist besser. In dieses Chatfenster. Das dritte Spiel war, was war denn das gerade? Ich hab's gerade noch mal gesagt. Also Super Nintendo, Assassin's Creed Black Flag und Slender. Slender. Slender, genau. Also Retro. Genau, mit Retro ist gemeint, Freunde. Super Nintendo. Mit dem Emulator werden wir dann spielen. Und Spiel, da habe ich eigentlich alles. So gut wie jedes Super Nintendo Spiel. So, ich mache ja mal ein bisschen sauber. Sieht aus wie im Saustall. Die Küche hat nie frei. Ja, stimmt, in der Küche musst du immer arbeiten, wa? Soll ich Assassin's Creed allgemein oder Assassin's Creed Black Flag? Gute Idee, Hinokami. Mach mal allgemein. Dann könnten wir theoretisch auch das Neue spielen. Also, je nachdem, was ihr wollt. Dann stimmt die einfach ab. Das können wir dann im Chat bequatschen, welchen Teil Assassin's Creed wir spielen. Den Neuen oder Black Flag. Und ich glaube, Assassin's Creed 3 habe ich auch noch. Den gibt es ja umsonst oder gab es umsonst bei Origin. Oder der zweite? Nein, ich glaube, der dritte war das, ja. Hm. Geil, bist du schon fertig. Super, Hinokami, vielen Dank. Ich poste das auch nochmal direkt rein. So, hier bitte abstimmen. Ey, ich finde das total verwunderlich, dass nichts ruckelt. Ich streame jetzt auf 2 gleichzeitig, 2 Plattformen gleichzeitig, ey. So, hier könnt ihr bitte abstimmen. Sorry, Frosch im Hals. Ich muss halt um 5 Uhr aufstehen. Kann also sein, dass ich wegpenne auf einmal. Um 5 Uhr, das ist früh. Ja, kein Problem, mach dir da keinen Kopf. Wenn du wegpennst, pennst du weg. Ich bin ja wahrscheinlich morgen eh nochmal im Stream. Morgen ist ja eh Donnerstag, mein regulärer Streamtag. Danke für die Abstimmung, Hino. Gucken wir uns direkt mal die Ergebnisse an. Was Länder hat jetzt 2 Votes? Krass. 2 Votes Länder, das ist ja hart. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, Ding geht weiter. Wie heißt
Assassin's Creed, dachte ich. So, ein bisschen Mucke. So. Warte, warte morgen dann noch ein Stream. Ja, ich werde morgen, ich denke schon, ja. Da ist ja mein regulärer Tag. Oh, Retro hat 3 Votes jetzt. Slender 2 Votes, Assassin's Creed allgemein 1 Vote. Ich würde sagen, wir stimmen noch ab, 1 Minute, okay? Bis 23.42 Uhr ganz genau. Noch 1 Minute, genau. Dann haben wir 23.42 Uhr. Dann gehe ich mal kurz auf die Toilette. Oh, ich muss mal ganz kurz in der Zeit einen Kollegen kurz anfunken. Eine Minute bin ich wieder zurück, ja? So lange könnt ihr abstimmen und ich bin mal gespannt, was gewinnt. Aber es sieht nach Retro aus, so wie es aussieht. So, hier abstimmen bitte. Und bis gleich, ja? Bin gleich wieder zurück. Bis gleich. La 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 la. Da bin ich wieder. Ich habe ganz vergessen, euch die Fensteraufnahme anzulassen. Wegen der Abstimmung. So, nicht erreicht, egal. Hm. Krass, dass Assassin's Creed jetzt nur noch ein Wort bekommen hat. Freitag musst du auch arbeiten. Oh, du armer Hinokami. Wann hast du denn mal frei, Hino? Zwei Streams hintereinander. Geil, wa? Hey, das mache ich jetzt immer so. Wenn das nicht ruckelt, also wenn irgendwas nachladen sollte, sagt mir bitte Bescheid. Habe auch so den Retro und Assassin's Creed gewählt. Weiß nicht, was gewählt wurde bei Strawball. Wie meinst du das? Ach, du hast beides gewotet? Oder wie meinst du, Hino? Nur ich meinte Drunken Papa Bier. Er muss ja Freitag auch arbeiten. Und ich habe nur gefragt, wann er denn mal frei hat. Hier, ja, aber auch Freitag muss ich arbeiten. Da hat er das noch geschrieben. Also hier, guck, ich zeig's dir. Hier. Und da meinte ich, wann er denn frei hat. Oder habe ich außerdem deinen Namen gesagt, Hinokami? So, also Ergebnisse sind eindeutig Retro. Okay. Dann machen wir Retro und ihr sagt mir mal was für ein Spiel. Ich zeige euch mal meine Spieleliste von Super Nintendo. Hier SNES-Spiele. So, die habe ich alle. Was können wir da spielen? Also ich wäre ja ganz stark für Super Mario World oder Donkey Kong Country oder Turrican. Hab durch einen Doppelklick beides erwischt, dann auf jetzt abstimmen. Ach so, da wurde eins gewählt, du weißt nicht was. Hau bei Retro einfach irgendein Game rein. Mhm. Ich überleg grad, Turrican, Mario oder was war das andere? Donkey Kong Country. Dann machen wir Donkey Kong Country, Leute. Das ist richtig geil. So, zack, gleich habt ihr auch ein Bild wieder. Ich starte mal den Emulator und ändere mal die Beschreibung. Donkey Kong Country. Zack. So, Stream läuft. Wenn irgendwas nicht laufen sollte, bitte Bescheid geben, ja? Dann weiß ich Bescheid, weil das ist eigentlich gerade sowas wie ein Teststream, kann man sagen. Da ich zum ersten Mal jetzt über Restream streame, also auf Twitch und YouTube gleichzeitig.
Lara Winter, hallöchen Lara, wie geht's dir? Du bist neu, oder bist du schon, warst du schon mal hier? Du kommst mir nicht bekannt vor. Lara Winter, obwohl, vielleicht einmal habe ich dich gelesen. Wie geht's dir, Lara? Alles gut hoffentlich. Und willkommen zum Retro-Stream. Haben wir gerade abgestimmt. So, ich mache euch mal ein Bild. Fullscreen. Und wir laden jetzt mal ein Spiel. Und zwar Donkey Kong Country, ey. Eins der geilsten Super Nintendo-Spiele ever, aber schwer wie die Sau, sage ich euch. Wirklich schwer wie die Sau. Seht ihr gleich selber. Donkey Kong war das schwerere Mario, richtig. Super Mario Kart, My Life. Oh ja. Mario Kart auch geil. Wir können ein bisschen durchswitchen bei den Nintendo-Spielen. Ach so. Ich zock natürlich mit Super Nintendo-Controller, Leute. Natürlich. Hier. Muss ich nur noch kurz anstöpseln. Laut ist das, kann ich das nicht leiser machen? Doch hier. Zack. Noch ein bisschen leiser, das ist viel zu laut. Ich kenne dich von Mimi. Ach ja, das kann sein. Ja, cool, dass du da bist. Das freut mich sehr, Lara. Bin neu. Okay. Mir geht's auch gut. Sorry, ich habe Frosch im Hals. Wie gesagt, morgen ist der Feiertag und dann dachte ich, normal streame ich donnerstags immer, aber ich dachte, ey, wenn alle frei haben, streame ich heute mal. Aber morgen wahrscheinlich nochmal. Legendärer Soundtrack, absolut. Mach den Soundtrack wieder an. Ist der aufsetzt oder wie? Also bei mir ist es voll laut. Aber morgen wahrscheinlich nochmal. Legendärer Bei euch Soundtrack, ist es? absolut. Mach den Soundtrack wieder an. Bei euch ist es auch laut. Das höre ich gerade. Aber es ist ein bisschen arg laut. Kann man das nicht leiser machen? Wieso geht denn das nicht leiser? Ich liebe ihn. Den Soundtrack, ja, absolut. So, wir fangen mal an mit einem neuen Game. Ich hoffe, ihr habt Bild. Aber so wie es aussieht, habt ihr ein Bild, ja? Hey, der Anfang geht noch, aber ey, das Spiel wird so heftig, ey. Jedes Mal, wenn du raustappst und so weiter, Lautstärke anpasst, ist es ja kurz weg. Ach so, das meinst du, ja. Jetzt ist wieder da. Ey, das ist wirklich das schwerere Mario, kann man sagen, das Spiel hier. Es sieht noch ein Ticken besser aus wie Original, da da so ein kleiner Filter drüber läuft. Man kann hier diverse Filter aussuchen bei dem Emulator, sodass einmal die Grafik ein bisschen schöner aussieht. Ich wollte eigentlich da hoch. Da war ein Geheimnis. In jedem Land gibt es natürlich diese fünf Buchstaben, die man einsammeln kann. Gibt dann immer ein Leben, wenn man alle fünf hat. Kong. Es ist zu laut. Dem Real. Oh, echt, da mach ich mal leiser. Aber ich frage mich, warum das hier nicht leiser geht. Guckt mal. Verstehe ich nicht. Das ist nur die Input Rate. Warte mal, hier muss man doch leiser machen können. Das muss doch gehen. Ich gucke hier gerade mal kurz die Einstellungen durch. Channels, 16-Bit, Settings. Nö, nee, da mache ich es im Emulator leiser. So, ist das so in Ordnung für euch? Das habe ich ein bisschen leiser gemacht. Jetzt ist es etwas leiser, jetzt müsste es gehen. Two Players Contest, daran sind Freundschaften zerbrochen, aber bei dem Spiel ja. Was? Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Mann! Gerade im Chat gelesen. Schlimmer als Mario Party damals, ja. Hinokami, ja, ich habe es gerade in OBS leise gemacht, weil wenn ich es in Windows mache. Achso, da stimmt, hätte ich auch machen können. Ich habe einmal in OBS Desktop Sound leiser gemacht. Jetzt dürfte es eigentlich auch passen. Wenn nicht, schreibt es bitte nochmal rein. Jo, besser. Okay. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Ja, wa? Voll geil. Geheimnis. Und Lautstärken sind gut so. Geil, nochmal ein Leben. Und der letzte Buchstabe haben wir auch. Oh, guck mal, ein Geheimnis. Was war denn das?
Wo ist jetzt das Fass hingesprungen? Nochmal ein Geheimgang. Haha! Nochmal ein Leben. Oder? Ey, das ist so geil, Freunde. Guck mal. In diesem Teil spiele ich gerade. So geil. Jo, jetzt passt es. Okay, super. Janik, du bist müde. Das Game ist aber so heftig verbuggt. Echt? Findest du? Geht eigentlich, finde ich. So ein paar gibt's schon, ja. Aber hält sich noch in Grenzen. Oh, da oben ist das K. Aber bleibe bis zum Ende. Sehr schön. Achso, genau, du bist ja eh einer der aktivsten Zuschauer, Hinokami. Yannick auch. Jesus auch. Und TM Real ist oft da, Social Port auch. Eigentlich gerade die hier sind echt so meine Stammzuschauer gerade, wa? Ihr alle. Das finde ich cool, dass ihr immer da seid. Hey Linus, moin! Wie geht's dir? Cool, dass du auch vorbeischaust. Ey, Hammer! Die habe ich mal geschrieben wegen dem Computer. Würde ich dir gerne abgehilfen. Aber da schreiben wir nochmal privat, Linus, ja? Boah, war der knapp. Wie geht's dir, Linus? Sonst alles frisch, fresh, frisch, fresh, fresh. Wow, der war auch gerade voll Glück. Die Musik ist so geil, erinnert mich so an meine Kindheit. Hey, wer von euch wäre mal wieder gern so 7 oder 8, 9 Jahre alt? Ich wäre das so gern mal, ey. Wieder. Oh, das ist das letzte Zeichen. Ach stimmt, aber da kommen wir nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. War letztes Mal schon der Fall. Schau mal, Whisper-Nöckchen. Ich bin gerade auf YouTube, leider, Linus. Weißt du, ich streame gerade auf YouTube und Twitch together und ich habe den YouTube-Stream auf. Also ich krieg die Nachrichten auf Twitch gerade nicht. Müsstest du mir auf YouTube schreiben oder halt auf Steam. Oder ich schaue mir das halt nachher mal an. Weil bei mir ist gerade der YouTube-Stream offen nebenbei. Aber ich könnte eigentlich auch mal zu Twitch wechseln. Oh geil, das ist. Das ist so eine Schießtonne. Ja, da gibt es einen Bob mit dem PC. Achso. Okay. Können wir mal privat schreiben dann. Ist nicht so schlimm, Linus, wenn es nicht klappt. Meiner geht ja, aber ich habe das Gefühl, dass mein Board irgendwie einfach seit Windows 10 da ist, kackt das öfter mal rum mit USB-Treibern und dann das wieder. Soundproblem mit meinem Mikrofon. Ich weiß nicht, was das liegt. Ich glaube, das ist wieder so ein Treiber-Scheiß-Problem wegen Windows. Oh fuck, ey. Wegen Windows. Alter, der war knapp. Das dürfen wir ja nicht verrecken, sonst sind wir tot. Wenn der jetzt stirbt, der Affe. Weil der andere ist ja weg. Unser großer Bruder. Ah, da ist er. Schnell raus mit dir. Komm, wir wechseln mal. Ich spiele nämlich lieber den Donkey Kong. Der ist stärker. Frage mich gerade. Ich muss mal kurz eure Nachrichten lesen. Ich habe leider kein Twitch oder YouTube, aber YouTube geht auch. Ah, okay. Ja, ich streame gerade auf beidem, Lara. Über restream.io kannst du auf beiden Plattformen gleichzeitig streamen. Das mache ich gerade. Sieht aus wie das Rode NTS USB. Nein, ich habe ein Shure SM58, glaube ich. Oder? Aber die XLR-Variante, die hatte total die geilen Bewertungen. Und dann habe ich das bei Thomann bestellt und war so krass überrascht von der Qualität her. Echt Wahnsinn. Und war echt günstig. Wow. Genau, das ist ein richtig günstiges Mic.
Shure SM58. Ah ne, Quatsch, was quatsch ich denn? Nicht Shure SM58, das ist ja ein Mikrofon, Gesangsmikrofon. Ein Superlux E205 XLR. Müsste mal googeln. Oh, die Meld ist geil, die ist super. Das Update macht nur Probleme. Ich musste mir wegen dem neuen Update einen neuen Drucker kaufen. Jetzt habe ich einen neuen Drucker für 90 Euro gekauft. Nein, für 70. Den HP 6820. Und den vorigen HP, er ging nicht mehr. Treiber und so, war nicht zu retten. Und ich brauche einen. Ich konnte nicht so lange warten, bis da ein Update kommt. So musste mir extra einen neuen Drucker kaufen. Nur wegen dem Creators Update von Windows, ey. Auf meinem Laptop ging der Drucker ohne Probleme sofort. Hier auf einmal nicht mehr. Weil aber ein Creators Update noch nicht drauf ist auf dem Laptop. Lass sie nicht raufleihen, ist am besten. Tu es nicht, dieses Update. Mach das erst, wenn es ausgereift ist, weil da gibt es noch so viele Probleme. Ach fuck, ich dachte, der kommt da an uns vorbei. Das ist die Windows-Build-Version. Sie sind das alles aber am Fixen. Ja, die machen das gerade wieder gut. USB-Port-Bug und so weiter. Ja, genau. Wie gesagt, ich musste einen neuen Drucker kaufen jetzt vor ein paar Tagen bei Mediamarkt. Weil der ging nicht mehr. Ich war sogar mit HP in Kontakt, die haben mir geholfen, Schritt für Schritt und so. Nicht zu retten. Voll die Frechheit eigentlich. Eigentlich müssten die dafür aufkommen für einen neuen Drucker, meiner Meinung nach. Die können doch nicht irgendwie eine Software rausbringen, die dann die Hardware kaputt macht. Und wir müssen irgendwas Neues kaufen. Hui, der war knapp. Genau, erst immer ein bisschen später, wenn alles getestet ist. Lara Winter, ich will aktiv sein. Wie meinst du das, Lara? Meinst du, du willst aktiv sein bei mir im Stream oder wie? Das würde mich ja freuen. Ey, die Musik, so geil. Das erinnert mich so an meine Kindheit, ey. Hey, aber bei dem Spiel, ich weiß noch, ich habe voll auf Schule geschwänzt und bin dann zu Hause gesessen, habe das Spiel gezockt und an gewissen Stellen, wo ich gestorben bin, ey, habe ich nur noch meine Controller weggeschmissen. Ich war so aggressiv dann, weil es so schwer wird, das Spiel. Jetzt geht's noch, aber es zieht echt gleich ziemlich heftig an. Die Hardware ist ja nicht kaputt, die ja nicht mit der... Genau, das ist nur nicht... Das ist nur die Software, nicht... Nur die Software hat einen Fehler. Der Drucker ist wie neu, der ist noch gerade ein Jahr alt und wenig benutzt. Und wie gesagt, ich habe es dann auf meinem Laptop versucht zu installieren, ja? Weil ich da das Creators Update noch nicht drauf hatte. Lad die Software vom Drucker runter, am Laptop sofort aufs erste Mal. Ging ohne Probleme. Und ja, mussten wir halt einen neuen Drucker kaufen. Jetzt vor ein paar Tagen. Ey, wo mussten wir eigentlich hin? Das Spiel hat einen auf Dauer richtig deprimiert. Ja, weil das echt schwer wird, ja. Wer hat die höchste Watchtime? Oh, stimmt, das musste ich mal im Bot nachgucken. Man sieht auch, wer am meisten textet und im Chat schreibt. Da gibt es dann auch so Punkte. Ich stelle es jetzt auch mal demnächst ein, dass das angezeigt wird, wer der Top-Chatter und so. Das kannst du alles einstellen. Einer der Mods bestimmt, ja. Wo ist denn mein bester Freund, mit dem ich mal Spendenbattle hatte, bis 120 Euro? Oh ja, ey, Socialpod, das war so krass, ey. Ich habe fast 200 Euro eingenommen in dem Stream. Das war Jesus, Jesus. Jesus ist auch dabei, oder? Jesus, bist du noch da? Und Jesus, Jesus hat ja die 200 Euro jetzt voll, voll krass. Vielen Dank nochmal dafür, das ist echt... Hammer, krass. Er hat mir auch verschiedene Spiele schon geschenkt und unglaublich, unglaublich großzügig, dieser Mensch. Und auch ein sehr aktiver Zuschauer. Jesus ist eigentlich auch jedes Mal da. Außer er muss gerade arbeiten oder so. Ey, wo müssen wir eigentlich hin? Ich schwimme hier rum mit den zwei Äffchen und weiß nicht wohin. Und sterb jetzt auch noch. Oh geil, gleich den nächsten bekommen. Aber leider kommt einfach, guck das gleich mal. Achso, Yannick, dein Video. Ich kann es nachher erst gucken. Wie heißt du auf Twitch? Ja, Socialpod hat einen Link gepostet. Nock spielt, heiße ich. Überall eigentlich. Lara.
Ich habe jetzt, glaube ich, gerade ein paar Nachrichten überlesen, weil es gerade so schnell nach oben geht. Also nicht wundern, wenn ich gerade irgendwas nicht vorlesen konnte. Oder wenn ich was überlesen habe. Wenn es wichtig war, einfach nochmal schreiben oder mich markieren oder so. Ey, wir sind über Sackgassen. Das gibt's doch nicht. Wo müssen wir denn lang? Und hier ist wieder der Anfang. Oder? Hier sind wir wieder am Anfang. Wo geht's denn hier durch? Jesus ist ein Ehrenmann. Absolut. Das Twitch-Layout finde ich auch. Auf YouTube heiße ich nur Nock. Ja, aber die YouTube, eine YouTube-URL ist auch Nock spielt. Channel slash, also C slash Nock spielt. Oh, fuck you. Nein. Ey, der schwimmt nicht. Oh. Ey, da unten ist unser Fisch. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Ach, Mann. Boah. So, jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Ah, ich glaube, hier geht's. Wir sind richtig. Ich mag's lieber auf YouTube. Okay. Ja, das ist Geschmackssache, Lara, wa? Und was meintest du vorhin mit aktiv sein? Ich habe doch irgendwas überlesen, Lara. Ey, das gibt's nicht. Jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Ey, Junge, wo müssen wir denn hin? Ich habe jetzt keine Geduld mehr. Ich habe das sonst immer aufs erste Mal hier geschafft. So, ich gehe jetzt mal ganz gut vor hier. Ganz taktisch. Ja, die können richtig lange den Atem anhalten, wa, Hino? Immer nach rechts. Nein, eben nicht. In diese Welt musst du nach links, Hino. Da musst du irgendwann nach links. Du musst nach unten tauchen und dann geht's nach links. Musst du gleich sehen, Hino, ohne Witz. Guck, hier geht's wieder nach links. Links, links, links. Und dann geht's hier, glaube ich, nach unten. Und wieder nach links. Guck, jetzt sind wir richtig, Hino. Es geht nach links. Guck, siehst du? Weg mit diesen bösen Fischen. Das Ziel am Ende ist aber rechts. Ist es nicht da oben links? Wow! Junge, 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 Junge. Ja doch, das stimmt. Das Ziel ist rechts, ja. Aber man muss, du hast ja gerade gesehen, irgendwo so nach links abtauchen. Und deshalb bin ich da gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Oh, uns fehlt ein Buchstabe. Naja, nicht so schlimm. Es wäre dann halt ein Leben, wenn wir diese 5 Buchstaben vollkriegen. Ich werde aktiv sein, wenn ich es darf. Ja, sehr gerne, Lara. Das freut, würde ich mich freuen. Cool. Dann willkommen als aktive Zuschauerin. Dann haben wir jetzt auch wieder mal ein Mädchen hier drin. Das freut mich, Lara. Ach geil, jetzt kommen wir auf die nächste Insel. Kongo Jungle. So, ich muss noch mal so ein Fisherman's Friend essen, denn ich habe echt ein bisschen Halsschmerzen. Ich habe mich doch ein bisschen verkühlt, ey. So, wir müssen jetzt, glaube ich, zu diesem Krokodil, oder? Musik ist so entspannend. Mhm. Ja, ich finde Nintendo immer entspannt. Obwohl, das Spiel ist ja gar nicht von Nintendo, oder? Das ist von Capcom, ne, von was? Oder Nintendo? Ich weiß es gar nicht. Ach, komm, wir müssen da hoch. Können wir das nicht da hochschießen lassen? Nein. Kanonen.
Wow, der war richtig. Das war gerade voll Glück, dass wir die noch getroffen haben. Und die Kanonen sind auch so geil. Da kommt nachher so ein Level, wo du nur mit Kanonen dich durchs Level schießen musst. Das ist so schwer. Hier fängt es schon langsam an, ein bisschen trickiger zu werden. Ich bin seit 1 Jahr und 3 Monate vergeben an eine Stressfrau. Eine Stressfrau? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe es nicht einmal durchgespielt. Echt? Rare, stimmt. Rare. Oh, wir haben... Oh fuck, ich dachte, da kann man drauf hüpfen auf das Blatt. Ach, Menno. Jetzt kommt man da nicht mehr hoch. Oder? Nö. Wow. Oh, das ist das O. Geil. Die Musik ist echt cool. Uah. Ey, und vor allem mit dem richtigen Super Nintendo Controller zu spielen, ist es halt noch geiler, finde ich. Ist noch authentischer. Der ist übrigens runtergesetzt nochmal geworden. Dieser Controller, der kostet jetzt nur noch 3,19 Euro. Bei Gearbest. Cool, da haben wir das N. Jetzt fehlt uns noch ein Buchstabe, dann haben wir das geschafft und haben ein Leben. Wir kriegen dann ein Leben. Wow. Schwer. Nein! Das wird echt schwer. Das Kanonenlevel, dafür musste ich immer Leben farmen. Ja, das ist heftig. Magst du Einhörner? Ich? Ja. Doch. Einhörner sind coole. Meine kleine Tochter mag die auch. Ich habe eine ganz kleine Tochter. Die mag die auch sehr gerne. Aber wohnt leider nicht bei mir. Vor ein paar Monaten ist meine Ex-Freundin einfach weggezogen aus Berlin mit meiner Kleinen. Jetzt fahre ich alle 4 Wochen da runter und besuche sie. Über Nacht habe ich sie dann auch. Im Hotel und so. Ey, Rexele, moin. Cool, dass du dabei bist. Wie geht's, Rexele? Eine Frage. Schaust du gerade auf Twitch oder auf YouTube zu? Denn ich streame gerade auf beiden gleichzeitig. Das werde ich jetzt, glaube ich, immer so machen. Das ist voll cool. Dann könnt ihr euch nämlich aussuchen, was ihr am liebsten mögt. Weil manche mögen YouTube lieber, manche mögen Twitch lieber. So tricky manchmal im richtigen Moment zu drücken. Boah. Junge, das hört gar nicht mehr auf. Boah. Oh, guck mal, oben haben wir was. Ach so, nur Bananen. Buchstabe da oben. Jetzt und wir haben alle 5 Buchstaben, Freunde. Das bedeutet Leben. Wieder am Tablet. Wie geht's dir eigentlich, Rexel? Bei dir auch alles gut? Rexel ist auf Twitch, okay. Ach, du hast ein Tablet gewechselt, wer schon gepennt. Mir geht's gut und dir? Beiden? Also ich gucke Twitch, was meiner Meinung nach besser ist. Ah, okay. Was ich jetzt voll geil finde, weil ihr jetzt einfach aussuchen könnt, was ihr schaut. Super geil. Mir geht's auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, heute spontan Stream. Eigentlich ist ja Donnerstag mein Stream-Tag. Oh, aber da morgen Feiertag ist, dachte ich, heute Stream ist cool. Wie blöd die Ratte immer guckt, wenn man auf sie drauf springt. Juhu! Eine riesen Nintendo-Banane, Freunde! Ey, läuft doch voll gut. Bis jetzt sind wir nur einmal gestorben, oder? Nein, zweimal. Einmal oder zweimal? Oh, du tust mir leid mit deiner Tochter. Oh ja, das ist voll übel. Ich hab dir vors Gericht gezerrt, meine Ex-Freundin, ja? Das ging 2 Jahre lang in Berlin schon, weißt du? Hat sie mir auf einmal weggenommen, so nach 3 Jahren. Ich hatte sie immer, fast jeden Tag. Also voll oft. Auf einmal hat sie mir einmal weggenommen.
und so, weißt du, so mir einfach nicht mehr Umgang gemacht. Lange Geschichte. Und dann lief eigentlich alles wieder gut und dann ist sie weggezogen, ohne mir Bescheid zu geben. Das musste mal geben. Obwohl ich jede Woche meine Tochter sehe. Hat sie mir eine E-Mail geschrieben. Ach, Andi, sorry, wir sind nach Bayern gezogen. Mach's gut. Dann habe ich mir sofort einen Anwalt geholt und jetzt fahre ich halt alle 4 Wochen runter nach Bayern und in ein Hotel. Und sehe sie dann von Samstag früh bis Sonntag Nachmittag. Bin kurz Klo. Alles klar, viel Spaß auf Klöchen. Ja, habe ich gemerkt, bis ich sah, dass du streamst. Und da muss man mal reinlunzen. Sehr schön, das freut mich. Winkies Walkwiwi? Wie heißt das Land? Och nö, das ist übel. Das ist doch mit diesen... mit diesen Rädern da. Mit diesen Wagen da. Ey, Chonky, willkommen im Stream. Das passt ja voll zum Spiel. Chonky Kong. Ja, das Spiel ist alt. Aber meiner Meinung nach eins der besten Super Nintendo Spiele. Chonky Kong, du bist auch neu, war im Stream. Herzlich willkommen. So, erste Buchstabe haben wir. Ey, diese Bonbons sind so scharf, Mann. Aber ich muss die lutschen, weil ich Halsschmerzen habe. Diese Fisherman's Friend Dinger. Wieso denn weggenommen? Ja, einfach, weil es mir nicht mehr zum Umgang gebracht. Hat mir dann irgendwelche Sachen vorgeworfen, wie dass ich irgendwie voll lächerlich heroinabhängig wäre und so. Lauter so ein Scheiß halt. Und dann habe ich mir einen Anwalt geholt. Hab 20 Drogentests gemacht, freiwillig alles selber bezahlt. Sogar einen Haartest gemacht. Freiwillig, weil ich wollte, dass das halt, das ist dann schriftlich, weißt du, auf dem Blatt Papier und alles natürlich negativ und jetzt kann sie nichts mehr machen und jetzt langsam wird es auch besser, wir verstehen uns auch immer wieder besser, aber es ist für mich halt scheiße, da ich meine Tochter nur einmal im Monat sehe und sie will mich ja auch immer länger sehen, sie sagt, Papa, ich will dich länger sehen oder ich darf ich mit nach Berlin kommen und so, weißt, oder halt man merkt halt und sie will dann halt auch gar nicht gehen und so, aber sie sind auch oft in Berlin, also 2-3 Mal im Jahr und dann habe ich sie hier natürlich auch. Ey, das hört gar nicht mehr auf hier. Jo, geil. Geheimland. Geheimlevel. Wuhu. Chonky Kong, ja. GTA, wir können gerne mal GTA zocken, ja? Später vielleicht, wenn ihr Bock habt. Ich hab's ja. Wieder. Antivirus TV, moin! Danke, danke, danke schön. Nice Video, thank you very much. Hast du PS4 oder Xbox One oder keinen zum Bein? Ich habe PC, mit dem ich gerade auch streame und Xbox One S. PS4 habe ich verkauft. Und jetzt habe ich mir vor kurzem eine Xbox One S gekauft. Und darauf spiele ich eigentlich nur Forza. Ach so, Leute, Gears of War habe ich jetzt auch auf PC. Das habe ich auch für Xbox Live. Und man kann das jetzt auch Xbox Live-Titel auf dem PC spielen. Voll geil. Ey, geil, wie viel können wir hier denn einsammeln? Hammer! Das gibt Leben, Freunde. Ach, der fliegt! Der Typ fliegt! Das wusste ich gar nicht. Das ist ja geil. Voll geil, das gibt richtig viel Leben. Und wir haben ein Leben. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Oh, du tust mir mega, mega leid. Das kann die doch nicht machen, ja. Ich find's auch übel. Ich würde meine Tochter viel öfter sehen wollen, weißt du? Und ich überlege mir deshalb schon wieder weg aus Berlin zu ziehen und nach Bayern irgendwie oder zu meiner Mama. Zu meiner Mama zu ziehen wieder. Also nicht zu ihr nach Hause, aber halt in die gleiche Stadt, da wo ich aufgewachsen bin. Aber jetzt mache ich erstmal meinen Führerschein. Hier fertig. Und dann mal gucken. Obwohl ich Berlin ja echt schon liebe, ey. Gerade im Sommer ist Berlin so geil. Und vielleicht, wenn meine Tochter, wenn die mal größer ist, ist es vielleicht auch ganz cool, wenn ich in Berlin wohne, habe ich mir auch überlegt. Dann kann die nämlich
raus aus diesem Kaff, wo sie wohnt, und nach Berlin kommen. Ist halt auch was Gutes. Das muss ich mir mal gut überlegen. Tut mir leid, vor ein paar Minuten hast du das Problem mit dem Kind erwähnt. Ich fühle mit dir. Danke, Rexelle. Ja, also ich verstehe mich jetzt gut mit meiner Ex-Freundin wieder. Ich sehe meine Tochter regelmäßig. Einmal im Monat halt, aber ich muss halt immer von München, von Berlin nach München und von München nach Dorfen. Dorfen ist das, ist so ein ganz kleines Dorf mit einer kleinen Altstadt, und da penne ich im Hotel. Freitagabend komme ich alleine an, schlaf da, und am Samstag früh bringt sie mir meine kleine Tochter und habe sie dann immer von Samstag bis Sonntag. Und das ist immer voll geil. Wir gehen ans Freibad, wir gehen Spielplatz und schlafen im Hotel zusammen. Ich habe meinen Laptop dabei, das ist voll geil. Aber der Abschied ist immer schwer dann irgendwie für mich und für die Kleine auch. Das merke ich da immer voll an. Die Kleine ist dann traurig und die will halt am liebsten, dass ich bleibe. Und oh, das tut mir immer voll leid und voll weh. Und aber ich habe das Gefühl, die Kleine versteht das voll gut. Also die nimmt das gefasst auf und das ist super. Also sie hat da... Nein! Ey Leute, ich schwöre auf meine Mama. Diese Stelle, wo ich gerade abgestürzt bin ich als Kind, wo ich das gespielt habe, auch immer verreckt. Und an der Stelle habe ich meinen Controller zersmashed. An dieser Stelle, wo ich gerade gestorben bin. Ohne Scheiß. Oh Mann, ey, die ist so schwer. Ja, aber ich meine, das Problem bei GTA, da braucht man einen bestimmten Multiplayer-Launcher, müsste man sich halt genau erkundigen, wie genau das funzt. Ach so, Linus, das müssen wir mal machen. Lass doch einmal mal privat schreiben. Das machen wir. Also ich wohne in Gelsenkirchen, klein, aber fein. Ja, Gelsenkirchen ist klein, aber ist okay. Ist klein, aber fein. Ich bin in Wangen aufgewachsen, Wangen im Allgäu. Könnt ihr mal auf Google Earth gucken. Google Earth. Oh, jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren und kann nichts lesen, Leute. Es kommt wieder gleich die Fuckstelle. Die ist so schwierig. Da musst du so spät abspringen. Das ist fast schon zu spät. Also du musst schon halb im Wagen. Da, fuck off, ey. Ich schwöre euch, das ist immer die Stelle, wo ich als Kind auch schon gestorben bin. Big Hack von Nöckchen. Vielen Dank, Linus. Das ist lieb. Wie kann eine Mutter dem Kind sowas antun? Ey, finde ich auch. Sie muss doch mal an das Kind denken und nicht an sie selber, wenn sie irgendwelche Feelings mit mir hat, wo sie nicht mehr haben möchte, weißt du? Das ist doch scheißegal. Es geht ums Kind. Das muss man doch trennen können. Und dann wegzuziehen, ohne mir Bescheid zu geben, das ist das Schlimmste. Was, also, ich musste erstmal so heulen, ey, wo ich die E-Mail von ihr gelesen habe. Ich habe sie nur gefragt, ey, wann ist morgen Umgang? Wann treffe ich meine Kleine, weißt du? Hier in Berlin. Und zwei Stunden später kam die Mail zurück. Sorry, Andi, wir sind weggezogen. Wir mussten kurzfristig das Land verlassen, so auf die Art. Aber ich... Mann, ey! Ey, immer die Stelle. Ja, ich hasse diese Mission. Ich auch, Hinokami. Da ist schon ein SNS-Controller dann gerippt. Ja, hier bei der Stelle, ey. Tut mir auch sehr leid mit deiner Tochter. Und danke. Mach doch mal einen Stream mit deiner Tochter und dann zockt jetzt der Mario oder so. Ja, das wäre geil. Aber da muss ich erst die Mama fragen. Die hat da voll was dagegen, 100 Pro. Die sagt, ey, kannst du doch nichts im Internet zeigen. Wurde die nicht erlauben. Sie ist ja noch bis, sie ist jetzt 6 Jahre alt geworden, aber wenn die mal ein bisschen älter ist, dann, ey, dann warum nicht, ey. Sie spielt auch schon voll gerne mit mir. Unravel spielt die immer voll gerne. Das Spiel mit dem Wollknäuel können wir auch gerne mal spielen. Das spielt sie immer mit mir. So. Mann! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Das gibt's doch nicht! Verdammte Kacke! Immer an der Stelle! Okay, Leute. Jetzt konzentriere ich mich nur auf das Spiel. Bis ich die Stelle kurz geschafft habe, okay? Ey, als Kind. Immer an dieser Stelle auch hängen geblieben. Das, nämlich mein Controller, habe ich das geschrottet. Genau an dieser Stelle. Ich erinnere mich. Aber. Boah! Ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Da muss man irgendwie viel voll spät abspringen. Also schon zu halb spät, dass der Wagen schon halb in der Luft hängt. Okay, jetzt kommt's gleich, Freunde. Jetzt kommt die Stelle. Nein! Ich dachte, nein! Das war ja nicht die Stelle. Mann, Mann, Mann. Das war die gar nicht. Och. Okay. Konzentration. Jetzt schaffe ich's, Leute. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann zerstöre ich den Controller hier. Der kostet ja nur 3 Euro. Nö, aber jetzt im Ernst. Ich muss das jetzt schaffen. Wir müssen das schaffen.
Nein! Ey, ich weiß nicht, warum der nicht abspringt. Ich hab noch gedrückt. Ihr habt bestimmt gehört, wie ich gedrückt habe, oder? Der ist nicht abgesprungen. Ey, Donkey Kong? Ja, ich streame auf Twitch und YouTube gerade gleichzeitig. Ey, die verdammte Fuckstelle, ey. Ich drehe durch. Okay, Konzentration. Ich bin jetzt mal. Ich halte jetzt mal kurz meine Klappe. Yes! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! Boah, mein Herz klopft, mein Herz klopft! Mein Herz, mein Herz! Wollen die mich verarschen, ey? Wir müssen da hochkommen, ey! Das gibt's doch nicht! Ja, das kann ich aufstehen mit der Tochter zeigen, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mann, 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 Mann! Jetzt können wir die ganze Kacke nochmal machen! Ah, ne Quatsch! Checkpoint, Checkpoint! Boah, zum Glück. Aber da kommen nochmal so schwere Stellen. Nein. Oh, geht weiter, geht weiter, geht weiter. Wenn wir zwei hatten, geil, 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 geil. Boah. Mann, ey, wie könnt ihr das Spiel nur so schwer machen? Glocke aktiv. Hast du meine Glocke angemacht? Cool, vielen Dank, Donkey Kong, das freut mich. Stimmt, ihr müsst die Glocke aktivieren, was? Sonst kriegt ihr keine Benachrichtigung, wenn ich was hochlade. Schau immer noch zu. Lara, sehr cool, Lara. Boah. Aber hier bin ich immer gestorben. Was sagt Patrick für dein Follow? Vielen Dank, Motherfucker, weiter so. Noch ist der beste Stream. Wie Wolverine. Yeah. Danke, Chunky, für dein Follow, Chunky Kong. Oder für dein Abo, besser gesagt, auf YouTube. Achso, ich weiß ja nicht, ob du jetzt auf Twitter gefollowt hast oder mir oder abonniert hast. Das. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Wie will man das denn schaffen? Und wie soll ich das denn schaffen, wenn ich gerade zurück ins Leben komme mit dem... Oh. Ey, ich dreh durch. Kommt drauf an, Hinokami. Also wenn die jetzt auf Twitch gefollowt hat, auf Twitch zuschaut, dann ist es ein Twitch-Follow. Und wenn sie auf YouTube zuguckt, ist es ein Abo. Auf YouTube. Ach komm, leck mich doch am Arsch, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das gibt's nicht. Okay, jetzt nochmal. Ich halte jetzt mal meine Klappe. Mich doch, wie ist da jetzt hängen geblieben? Ich habe doch gedrückt. Boah. Ach komm, fick dich, ey. Wir müssen das schaffen. Okay, Lara. Ey, gute Nacht, Lara. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal dann einfach, war Lara. Und danke fürs Aktivsein dann in Zukunft. Das freut mich nämlich sehr. Das finde ich cool, Lara. Und schlaf gut. Ey, das, ich hau gleich alles zusammen hier. Ich habe keinen Bock mehr. Das gibt's doch nicht. Mann! Oh geil, wir haben noch einen. Ey, da kommt man nicht rüber, da kommst du 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 nicht rüber. Okay, nochmal. Ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Also hast du bei beiden Plattformen Bot mit anderen. Genau, mit Restream geht das. Restream.io. Da kannst du auch Twitch und YouTube gleichzeitig streamen. Also das läuft so ab. Ich streame mit OBS an Restream. Und Restream, also diese Seite, streamt dann an Twitch und an YouTube weiter. Und ja, gute Nacht, Lara. Mann, ey, das Spiel macht mich kaputt. Mir tut schon mein Daumen weh. Und mein Finger.
Okay, jetzt nochmal. Fick dich! Mann, wie willst du da rüberkommen? Ey Leute, das ist Verarsche, das ist ein Bug oder so. Da kommst du nicht rüber. Zockst du auch auf Handy, also hast du Spiele-Apps? Oh ja, auf jeden Fall, ganz viele. Ich habe mir jetzt für 5 Euro Brothers A Tale of Two Sons gekauft. Das habe ich auch auf PC, das Spiel. Das haben wir im Stream schon mal durchgespielt. Das müssen wir auch nochmal spielen, das ist eins der geilsten Spiele ever. Brothers, A Tale of Two Sons. Ein Wahnsinns-Game. Ey, der Controller, ey, ich breche ihn gleich in der Mitte durcheinander, ey. Auseinander. Ich dreh durch, Mann. Das gibt's, kann doch nicht wahr sein. Das, man kommt da nicht rüber. Das geht nicht. Das ist ein Bug, Leute. Boah. Fick dich ins Knie. What? Fick dich! Leck mich am Arsch, Mann! Wir waren so weit, wir waren so weit, wir waren so weit! Wir waren so weit, wir waren so weit! Mit Tastatur spielen, meinst du? Aber das ist doch mit Handy besser, oder? Ey, fick dich, Spiel, ey. Ich dreh jetzt echt durch. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Was soll das denn? Die können das doch nicht so schwer machen. Das ist ein Spiel für Kinder, Freunde. Für Kinder. Habt ihr das gerade gesehen? Das war ja nur Glückssache. Das war nicht mehr mit Können. Das ist ja nur noch Glückssache, das zu schaffen, ey. Ohne Witz. Fick dich. Leck mich doch am Arsch, ey. Na, also die Tastatur ist, also mit Controller ist echt perfekt zu spielen, wirklich. Das geht echt gut. Mit Tastatur wäre das schlechter, da kann ich nicht richtig spielen. Ey, die drecksverfickten Dinger, die Wagen da, ey, die gehen mir so auf den Sack. Okay, jetzt nochmal, Leute, ich muss das schaffen. Wir müssen das schaffen. Also als Kind habe ich es geschafft. Das schaffe ich dann jetzt nicht. Ja, 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 ja. Und wir haben noch beide Affen. Wir haben noch beide Affen. Fick dich, ey, Mann, ey. Die Macher von King of Fighters haben damals einen fast unmöglichen Boss im Spiel reingetan, damit die Leute mehr Zeit an der Arcade verbringen, um mehr Geld zu verbrauchen. Ey, das ist genau hier auch der Fall hier, ey, ohne Scheiß, oder? Ihr seht ja selber, wie schwer das ist. Das schafft man nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, okay, nochmal, ey. Wir haben noch 3 Leben. Wenn wir die verballern, dann scheiß drauf, okay? Aber die müssen. Ich muss das jetzt schaffen. Ey, ich hab das Gefühl, das reagiert manchmal nicht richtig, ey. Ey, Königstiger! Hallöchen! Willkommen im Stream! Und sorry, wenn ich gerade so ein bisschen Akku rüberkomme, aber das Spiel macht mich krank! Ey, wir kommen hier nicht weiter, das ist so schwer. Und ich weiß doch, als Kind bin ich an dieser Scheißstelle auch hängen geblieben die ganze Zeit. Königstiger, aber willkommen im Stream. Komm, jetzt drückt mal alle die Daumen, Leute. Drückt mal alle die Daumen. Jetzt müssen wir das schaffen. Wir haben noch 2 Leben. Boah.
Yay! Wir haben es geschafft! Yes! Geil, Mann, wir haben es geschafft, ey! Oh, du musst dich erstmal beruhigen, wenn ich immer sauer bin, spiele ich nicht gut. Das Recht war, dann wird man voll aggro und dann spielt man erst recht scheiße. Aber ey, ich hab's geschafft, ey. Geil, Mann. Mein Handy, das so regt mich auf. Bist du gerade am Handy dabei, Königstiger? Kann es sein, dass das Spiel nicht komplett Fullscreen ist und wenn wir am oberen Rand leicht deren Desktop-Background sehen? Oh ja, man sieht hier ganz leicht. Warte mal. Jetzt ist es komplett Fullscreen. Oder? Boah, Alter, war das hart, ey. Meine Finger tun weh. Boah, jetzt können wir erstmal wieder relaxed ein bisschen spielen. Ich hoffe, das ist nicht so schwer wieder. Oh. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, die können wir gebrauchen. Habe ich so ein Gefühl. Och, jetzt ist es weg. Junge, ey, wie schwer das gerade war. Ich glaube, auf die Bienen können wir auch nicht rausspringen. Oder? Ich glaube nicht. Das ist das O. Du gehörst mir. Aha, für das ist, ist das Trampolin. Checkpoint. Jupp. Ah, okay, geil. Aber im Handy ist er ganz entspannt eigentlich, wa? Relax, du bist hier bei Donkey Kong. Das ist stressiger als du. Ey, das ist oberschwer. Hä? Wo gehen wir? Ach, hier unten geht's lang, oder wie? Kann ich da runter? Ja. Ey. Ich bin immer noch... Ich habe immer noch Herzklopfen von dem... Ride. Ach, leck mich doch am Arsch. Drecksbienen. Komm doch raus, Donkey. Chunky Army. Ey, Mr. Jackson und Mr. Freak Gamer, hallöchen. Willkommen im Stream. Seid ihr schon länger da? Dann habe ich euch leider überlesen, sorry. Und Bruce Lee Return. Hallo, Bruce Lee Return. Du bist auch neu im Stream, wie es aussieht. Ah, nein, jetzt bin ich wieder reingegangen, Mann. Ach so, war doch gut, oder? Ja. Donkey Kong ist Dark Souls im Hard Mode. Oh ja, aber absolut. Uponz Hater. Hallo Uponz Hater. Chunky Army. Wer ist Chunky? Ist das von dir, Chunky? Von dir, Chunky Kong? Chunky Kong. Die blöden Dreckstiere, Viecher. Die nerven mich. Aber bis jetzt läuft es doch ganz gut. Boah. Boah! Scheiße! Jetzt haben wir leider unseren Frosch verloren. Boah! Ey, das Spiel ist schwer. Danke für dein Follow. Vielen Dank, Butterfucker. Weiter so. Noch ist der beste Stream. Wie Wolverine. Yeah. Königstiger, danke für dein Follow. Oder für dein Abo. Ich weiß ja nicht, von wo aus du zuguckst. Von YouTube oder von Twitch. Oh, komm, wir nehmen den mit. Da oben ist Geheimgang. Seht ihr das? Diese Röhre. Nehmen wir mal diesen... Ach, leck mich doch. Scheiße. Egal. Hauptsache, wir kommen ans Ende des Levels. Der Fred 309, Chunky Army. Snipey ist der beste Mensch. Woher kommen denn auf einmal die ganzen Chunky Army Leute? Habe ich ein Ding, wie nennt man es? Wie nennt man das, wenn man einen anderen Streamer, boah, fuck, wieso kann man da nicht draufspringen? Wusste ich gar nicht. Hä? Stopp, stopp und go. Alter. Das Level sieht mir jetzt schon sehr übel aus. Man muss
musst du immer zum Stoppen bringen, oder was? Boah, die Musik auch, ey. Oh, fuck you! Nein! Raid nennt sich das. Danke, Tamriel. Genau, Raid nennt sich das. Alpha Fred. Wer ist denn Donkey... Chonky Dings... Chonky Army? Na los! Ey, das Spiel... Ich bin jetzt mal kurz ein bisschen leiser, ja, Freunde? Das war das Level hier. Fertig kriegen? Das ist nämlich verdammt schwer. Boah, war der knapp, war der knapp. Da sind wir nämlich gerade vorhin fast gestorben. Hä, was geht? Hä, was geht ab? Was war denn das gerade? Sind wir jetzt tot? Wieso sind wir jetzt gestorben? Da war doch ein Dings. Oder sind wir gar nicht gestorben? Doch, wir sind gestorben gerade. Ja, wie willst du dann den blöden Buchstabe denn einsammeln? Habt ihr ja gerade gesehen, oder? Wie willst du den sonst bekommen? Man muss doch dahin. Ich hoffe, da kommt gleich ein Checkpoint. Wir sind schon ziemlich weit. Ich wäre gerade fast wieder runtergesprungen. Oh, geil, Checkpoint. Huh, durchatmen. Könnte aber auch ein Bot sein. Ja, das könnte auch sein. Meinte in einem Stream, dass die kurz bei dir vorbeischauen sollen. Meinte in einem Stream. Achso, Chonky, von dir ist das, ja? Cool, vielen Dank. Grüße an die Chonky-Zuschauer. Und wir spielen Chonky Kong. Genau, wir kommen bei Chonky Kong. Können wir die eigentlich vernichten, diese Drecksäcke? Nö, die können wir nur stoppen, wa? Ach, wir können doch drauf springen. Seit wann das denn? Ach komm, fick dich, fick dich. Das Spiel ist wahnsinnig schwer. Uns fehlt übrigens ein Buchstabe. Das O könnten wir eh nicht einsammeln. Was soll das denn? Das O lag doch so weit an so einer Klippe. Oh. Ach, fuck you. Ist das eigentlich die letzte Insel? Ich glaube, das ist die, oder die vorletzte. Warte, dann haben wir es schon durchgespielt. Okay, ich bin mal ruhig jetzt, ja? Wir müssen das schaffen. Voll geil, dass man doch drauf springen kann. Boah, ich dachte, diese kleinen Tiere da, Alligatoren. Mann, da kommt der nicht hin. Fuck off, ey, wie willst du da hochkommen? Ich glaube, in Donkey Kong Country kann man die killen. Diese Alligatoren, da kannst du drauf springen, genau. Muss morgen früh raus, muss pünktlich am Flughafen sein. Aber cooler Stream und viel Spaß euch noch. Gute Nacht. Jo, Königstiger, dann schlaf gut. Königstiger, habe ich gerade Königstiger gesagt. Schlaf gut, danke fürs Zugucken und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und danke für dein Follow. Ah, du hast mir auch gefollowt. Beziehungsweise abonniert. Donkey Kong Country Returns. Ach so, bei dem kann man das. Ist das anders, oder wie? Also hier kann man die ja auch... Achso, du meinst, diese kann man nicht, kann man da zerstören bei Donkey Kong Country Returns, ja? Diese komischen.
Okay, ich konzentriere mich jetzt. Jetzt müssen wir... Fick dich, ey. Ich wollte sagen, jetzt meine ich. Jetzt konzentriere ich mich, okay? Och, Game Over. Wo fangen wir jetzt wieder an? Oh, oh. Wenn wir jetzt von alles vorne machen müssen, dann sage ich den hier zu dem Spiel und puff, weg damit, ey. Weil das jetzt nochmal von vorne spielt. What? Lass alles weg, oder wie? Ach was, leckt mich doch am Arsch. Ey, das ist alles weg jetzt. Da gebe ich mal einen ganz großen Fick drauf, ey. Das Spiel ist echt übel. Alles weg, ey. Nicht mal ein Speicherstand da. Was soll das denn, ey? Können wir alles nochmal von vorne machen? Das kann doch nicht sein, oder? Das irgendwas kann doch nicht sein, ey. Ne, zweite Welt. Ne, guck mal, hier ist nichts mehr. Das Kongo Jungle ist die erste Welt. Wir können auch nicht nach links oder rechts. Roblox, fuck, wa? Ey, zum Kotzen, ey. Wenn du irgendwo bist, musst du immer die alte Welt von heute machen. Geh mal drauf. Also hier drauf. Ich geh mal drauf. Guck, da ist alles weg. Alles weg. Hier im Kongo Jungle-Dings da. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Guck, das ist die erste, das erste Level. Ey, verdammte Scheiße. Komm, wir spielen den Nachfolger. Donkey Kong Country Returns. Oder? Ich schaue jetzt mal ganz kurz was, Freunde. Ey, das gibt's doch wohl nicht, oder? Alles von vorne, ey, gibt's das. Ey, kein Wunder, regt man sich da so auf, wenn man stirbt, oder? Ey, und dann so abnormal schwere Levels machen, das ist doch nicht mal normal, ey. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Sollen wir den Nachfolger spielen? Genau, die Bahn, nicht wieder die Bahn, ey, auf keinen Fall. Hi, na, Torchwood, Chan. Hi, wie geht's dir? Willkommen im Stream. Das war ein Troll von Nintendo, ja. Wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz nach. Donkey Kong Country. Returns gibt's gar nicht, aber es gibt Donkey Kong Country 2. Diddy's Conquest. Ach, das kennen wir doch auch noch. Komm, wir schauen uns das mal kurz an. Geht gleich weiter. Home James. So, zack. Super Mario Sunshine wäre nice. Ja, oder Mario, stimmt, wäre auch cool. Könnten wir eigentlich machen auch, ja. Geht auch gleich weiter. Ich muss nur kurz was entpacken. Ey, das Spiel ist... Ich bin immer noch genervt gerade von Donkey Kong Country. Alle Zuschauer sind auf YouTube und alle Mods auf Twitch. Geil. Oder Donkey Kong Tropical Freeze ist das Neueste. Auf was für eine Plattform, Chonky, ist das? Weil ich kann ja nur Super Nintendo emulieren. Und Nintendo Wii auch. Habe ich ja auch original alles. Aber ich kann es ja auch emulieren. Komm, wir gucken uns mal ganz kurz Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Aber ich glaube, das ist auch so schwer, oder? So, ich ändere mal die Beschreibung. Zack, so. Bild müsste da sein. Auf der Wii U. Ach so, das kann ich leider... Ich habe leider keinen Wii U-Emulator. Oder gibt's das? Ach doch, mit dem Broadcheck-Dings-Emulator kann man auch Wii U-Spiele machen. Chonky, ich werde mir das merken. Ich werde mir das runterladen. Weil ich habe das ja... Also ein Kumpel von mir hat das auch... Alles original haben wir das. Aber ich hab's nicht... Also ich habe das den Emulator noch nicht. Beziehungsweise die ROM nicht. Die muss ich mir runterladen. Und GameCube. Genau, das ist so ein Emulator, der emuliert beides. GameCube und... Wii und Wii U. Der heißt, glaube ich, Dolphin. Dolphin heißt der, genau. Diddy's Kong Quest. Oh, das kenne ich auch noch. Sollen wir was anderes spielen wie Diddy Kong? Oder... Donkey Kong Returns war auf Wii. Hm. Du kannst SNES, Game Boy, Nintendo 64, also GameCube und Wii emulieren. Genau, mit diesem Dolphin.
Ach, dann war es der Project 64 oder so, wa? Ach so, nur der CEMU-Emulator. Ich habe ja Zelda, The Breath of the Wild. So, könnten wir auch spielen, aber es ruckelt noch sehr stark, muss ich sagen. Also wenn man es emuliert. Aber ich glaube, da gibt es eine neue Version, es ruckelt jetzt nicht mehr so. Also eine neue CEMU-Version von dem Emulator. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt spielen sollen. Super Mario Sunshine wäre echt geil. Sollen wir eine Abstimmung machen, Freunde, am besten? Ich muss halt schauen, ob ich Super Mario Sunshine noch habe. Es kann sein, dass ich kurz runterladen muss, aber es geht ja schnell. Dragon Ball Z? Habe ich leider nicht da. Aber was nicht ist, kann ja werden. Also. Oh, guck mal, da geht's runter. Also ich kann das ja auch laden. Strawpoll ist ready. Ach, hast du schon gemacht? Abstimmung, geil. Hino, du bist der Beste. Dann schauen wir uns mal kurz die Abstimmung an und spielen dann weiter, wenn die Abstimmung fertig ist. Kannst du mal einen Link posten, Hinokami, bitte? Hast du nicht Dragon Ball Xenoverse 2? Doch, das, oder? Warte mal, ich guck mal kurz nach. Moment. Boah, ich muss auf die Toilette. Aber vorher gucke ich mal noch kurz nach. Ich mache mal nur kurz ein Beat an im Hintergrund. Und dann, ich guck mal kurz, Dragon Ball Xenoverse 2, Moment. Ja, da ist es nicht. Nein, habe ich nicht leider. Ich hatte das mal, genau, ich habe es glaube ich irgendwann gelöscht. Achso, Hinokami, ich dachte, du hast gerade Abstimmung schon gemacht von den Games, die ich erwähnt hatte. Ich war gerade selbst verwundert, weil du geschrieben hast, Abstimmung hier. Okay, dann mach mal die Abstimmung bitte rein. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, was für Spiele ich habe. N64, Gamecube, wo habe ich denn Gamecube-Zeugs? Gamecube-ROMs. So, einmal in die Abstimmung bitte. Super Mario Sunshine? Also sag mal, wenn du ready bist. Oh, und Star Fox Adventures, Leute. Boah, das ist eines der geilsten Spiele ever auf Gamecube. Richtig geiles Ding. Also, wir machen rein in die Abstimmung. Einmal Super Mario Sunshine, bitte. Dann Star Fox Adventures. Dann F-Zero GX. Und Zelda Ocarina of Time. Die vier Spiele. Genau, das sagt das Dropper Ready. Genau, und ich dachte, du hast es schon fertig, weißt du? Also die vier Spiele bitte reinpacken. Ich gehe mal ganz kurz auf die Toilette und bin gleich wieder zurück.
Ich glaube, ich habe zu viel Donkey Kong Country gespielt. Ich habe Bock auf eine Banane. Hey, ich brauche kurz ein bisschen einen kleinen Energieschub. Oh, ich habe einen Druck auf dem Ohr, ey. Oh. Kennt ihr das, wenn so ein Luft im Ohr ist oder so ein Druck? Wie war Wichsen? Mascha Latifi. War super geil, Mann. Immer doch. Danke für die Abstimmung. Ich poste sie auch noch mal ganz kurz. Kopieren. Hier bitte abstimmen. Zack. So, einmal kopieren und einfügen. Mascha Latifi. Danke für die Abstimmung. Ich mache euch mal eine Übertragung. Oh, Super Mario Sunshine, 4 Votes. Ich glaube, dann wird es Super Mario Sunshine. So. Fertig. Ich brauchte gerade nur so einen kleinen Energieschub. Tschu. Bananen sind voll geil. Die geben echt voll Power sofort. Hinokami, wie kann ich jetzt schon so müde sein? Ja, wir haben jetzt 10 vor 1. Ja, ja. Bist du früh aufgestanden heute vielleicht? Vielleicht bist du deshalb müde? Team Real. Das ist krank, ja, Mann. Vielleicht hast du einfach zu wenig Schlaf bekommen von gestern auf heute, weißt du? So, meine Freunde der lieben Nacht. Geht gleich weiter. Ich nehme nur kurz ein Zigarettel. Also, ich würde sagen, es sind. Oh! Zell Ocarina of Time hat aufgeholt. 3 Votes. Ich würde sagen, bis 0.54 Uhr läuft die Abstimmung noch, okay? Also noch eine Minute knapp. Oh, Call of Duty, das neue. Können wir auch mal zocken, Hinokami. Ich hab das. Ich find's ehrlich gesagt ganz cool, muss ich ganz klar sagen. Es wird doch voll gehatet. Also als Singleplayer. Wisst ihr, ich zock eh nicht online. Ich zock eh nie Online-Shooter-Games, weil ich das voll langweilig finde irgendwie. Ich spiele halt immer die Kampagnen, ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand von Call of Duty das neue Setting und das hat mir sehr gut gefallen. Habe ich übrigens da, das können wir gerne mal zocken. Ich will das eigentlich mal durchspielen. Ich muss für meinen Insta-Account wieder Sprüche machen, so Bilder mit Call of Duty im Hintergrund und Sprüche drauf. Ah, okay. Instagram bin ich jetzt auch. Vlog spielt, heißt ich da. Aber ich poste da nur ab und zu mal ein schönes Foto oder so. Ich bin um 9 Uhr aufgewacht. Deshalb, Hinokami. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden. Ich habe meinen Wecker auf 15 Uhr gestellt. Das müsst ihr euch mal geben. Ich stelle meinen Wecker auf 15 Uhr, dass ich nicht verschlafe. Und ich war nicht ganz ausgepennt. Also ich hätte locker noch bis 4 schlafen können. Ach, das neue, wo bald rauskommt. Oh, ich habe davon gar nichts gesehen. Also doch, Weltkrieg 1, wa? Naja, Battlefield 1 gab es ja schon und ich finde, die hätten sich nicht Weltkrieg 1 nehmen sollen. Weil Battlefield 1 und so, wisst ihr? Oh, jetzt haben wir Gleichstand. Scheiße. Guck mal, Leute. Sunshine 4 und Zelda 4. Dann spielen wir beides. Dann fangen wir mit Super Mario Sunshine an und zocken Ocarina of Time auch noch danach oder so. Das wäre doch eine gute Lösung, oder? So machen wir das. Ich richte mal den Emulator ein. Könnt ihr ja sehen, was ich hier mache. Ich mache mal Bildschirmübertragung an, dann seht ihr das auch. Und das ist Teil hier, Restream. Über das streame ich gerade. Also über das da. Richtig geil. Hier, Twitch, YouTube. Man könnte sogar noch auf, wie heißt nochmal die andere, die eine Streaming-Plattform, wo Tanzverbot auch und Drachenlord so streamt ab und zu.
Da kannst du kannst sogar auf 3 gleichzeitig streamen oder auf 4 oder 5. Ist voll krass. Wegen deiner Tochter. Wir sind im Informationszeitalter. Da ist Zocken mit der Tochter normal. Ja, die mag das auch voll. Die mag so Denkspiele ein bisschen. Die ist da voll so. Und sie ist im Leistungsturnen jetzt. Voll süß, Mann. Die macht schon Spagat und so. Voll krass hat sie mir vorgeführt. So, guck mal, Papa. Und Ballettsprung kann sie auch schon. Voll krass. Wie lange streamst du, Maschal? Ich streame heute Open End. Ich hab nie feste Zeiten. Ich habe nur manchmal feste Zeiten, wenn ich früh raus muss oder so. Aber meistens streame ich Open End. Also so lange, wie wir Bock haben. Wie Leute da sind und wie ich Lust habe. Klingt gut. You know, genau, auf You know. Ich könnte jetzt hier noch You know verlinken und dann könnte ich auf 3 Plattformen gleichzeitig sein. Also voll krass. Und hier gibt es auch Bots und so. Seht ihr das? Das muss ich mal mit meinen Moderatoren irgendwie klären. Mit Hino und Yannick und Resus und so. Da muss ich mich mal erkundigen, wie man das genau einstellt. Ich nutze es gerade zum ersten Mal. Also ich habe da noch keine Ahnung. Aber es läuft ja in dem Fall gut. So. Wir gehen jetzt mal. Dolphin heißt doch der Emu, wa? Wir gucken mal ganz kurz, ob es eine neue Version gibt. Dolphin 4.0. Ich google mal nur kurz, ob es eine neue Version gibt. Weil dann nehmen wir natürlich die neueste Version. Zack, hier. Das ist der Emulator übrigens. Könnt ihr euch hier umsonst runterladen. Aber hier steht nirgends, welche Version das ist. 4.0, okay, wir haben die aktuellste Version, perfekt. Dailymotion, genau, geht auch. Aber ich bin da gar nicht angemeldet. Was, 5.0 gibt es schon, Hinokami? Hier steht 4.0. Auf der offiziellen Seite. Ach, Demo, das gibt vielleicht so eine Beta-Version, aber ich bleib mal bei der 4er, die habe ich ja schon installiert, wie ihr seht. Moment. Wir nehmen jetzt mal ein paar ROMs hier rein. Wenn ihr den benutzt, geht ihr einfach, ladet euch die ROMs runter und fügt die dann einfach hier ein. Dann geht ihr hier in den Ordner, wo eure ROMs sind. In dem Fall bei mir unter GameCube ROMs. Zack. Und jetzt sind die Spiele schon mal hier drin. Voll geil. Ach, Hino, brauchst du gerade nicht, danke. Wir benutzen einfach mal den 4er, jetzt reicht erstmal. Hauptsache, er funktioniert, weißt du? Und genau. Also fangen wir mit Super Mario Sunshine an. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Spiel noch gar nicht groß gespielt. Also ich bestelle mich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an. Weil ich das noch nie groß gespielt habe. Aber ich freue mich drauf, denn Mario ist immer geil. PS4-Emulator gibt es, glaube ich, noch gar nicht, Chonky. Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Die Version ist stabiler und funktioniert schneller. Also die 4er-Version meinst du wahrscheinlich, wa? Okay, dann, wo ist jetzt Super Mario Sunshine? Hier, wir starten mal. Ich hoffe, mein Controller ist eingerichtet, mein Xbox-Controller, sonst muss ich den noch kurz kalibrieren. Aber wäre ja auch nicht so wild. Geht sehr schnell. Zack. Wir machen mal hier Fullscreen. Wie geht denn da Fullscreen? Ansicht. Schnell, Fullscreen will ich haben. Wie mache ich hier ein Fullscreen? Ach, hier. Voll blind. So, gleich müsstet ihr ein Bild bekommen. Hoffe ich doch. Juhu! Das Spiel habe ich so geliebt. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht groß gespielt. Und ich sehe gerade, wir müssen das Bild strecken ein bisschen. Ihr habt die Balken, die habe ich auch. Die 5er Version meine ich. Ach so. Egal, Hino. Wir nehmen erstmal die. Falls es nicht läuft, nehmen wir die andere. Wenn du Pokémon magst, lad dir mal auf Trainer Go runter. Ist richtig nice. Aber ist noch in der Beta. Festplatte, Handy, Android. Pokémon. Ja, habe ich nie groß gezockt, ehrlich gesagt. Mario! Ich muss gleich mal eine Einstellung suchen, wo ich das Bild, wie gesagt, strecken kann. Das geht, glaube ich. Dann haben wir ein komplett ausgefülltes Bild und haben diese Balken nicht. Ist besser.
geil. Ich bin gespannt auf das Spiel, ey. Sag dir auch nichts, Trainer Pro. Trainer Go, meinst du? Juhuhuhuhu. Erst Start. Ah, habe ich schon gedacht. Wir müssen mal kurz den Controller kalibrieren, aber das geht ja schnell. Ich brauche nur kurz ein Bild von einem GameCube-Controller. Dann kann ich die Tasten kurz belegen für meinen Xbox One-Controller. GameCube-Controller. Und ich brauche ein schönes, großes Bild. Nehmen wir mal das hier. Und ich belege mal kurz meinen Controller. Gamepad-Einstellungen. Ich mache mal, dass ihr das auch seht. Ach, ihr könnt es gerade leider nicht sehen, was ich einstelle, aber ist ja nicht so schlimm. Ich stelle gerade nur meinen Controller ein, die Tasten, dass das funktioniert. So, Taste A. Wo ist Taste A? Hier. A. B. X. Y. Z. Start. Mainstick. Hoch, unten, links, rechts. So. C-Stick. Hoch, runter, links, rechts. Schultertasten. L. R. D-Pad. Hoch, unten, links, rechts. So. Profil. Knock. Speichern. Kurz mal gucken, ob es funktioniert. Ja, funktioniert, oder? Yes. Super. Ja. File created. Okay. Hier auf A fangen wir mal an. Das finde ich bei Nintendo immer so geil, dass du verschiedene Files hast, wo du anfangen kannst. Da hast du nämlich verschiedene. Können verschiedene Leute sogar spielen und haben verschiedene Spielestände. Wo kann ich hier denn die Sprache umstellen? Wir müssen noch die Sprache irgendwie umstellen. Von Englisch auf Deutsch. ABCD, du gehst schlafen? Okay, alles klar, dann schlaf gut, gute Nacht. Danke fürs Zugucken und ich freue mich aufs nächste Mal, wa? Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja morgen wahrscheinlich noch beim Stream. Höchstwahrscheinlich. Weil morgen ist ja mein regulärer Streamtag eigentlich. What happened? What happened? Mach mal wap wap im Hintergrund an. Was meinst du, Marshall? Kannst du Gameboy-Games zocken? Ja, geht auch, Chunky. Geht auch. Sogar Commodore, Gameboy Advance, Gameboy Color, alles. Voll geil. Seht ihr eigentlich die Maus im Bild? Ja, seht ihr. Ich tu die mal weg. So. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Oh, ich hab Hunger, ich hab voll Hunger, ey. Genau, ja, Hinokami mache ich auch, glaub. Genau, das ist ja eh nur Spontan-Stream. Ich mach morgen nochmal, ja. Wie geht das jetzt weg? Achso. Ich muss reinzappen mit der Maus einmal ins Bild. Aha, Leute. Ich muss mal ganz kurz umstellen hier. Die Controller-Einstellungen. Mainstick links so rum und das ist so rum. Okay, weiter geht's. Jetzt müsste es gehen. Hä? Der läuft komisch, Freunde. Ich hab was verwechselt. Tut mir leid, ich bin gleich wieder bei euch. So. Mainstick links. Stick. Rechts, links. So, jetzt muss gehen. Jo, jetzt geht's. So.
Damit ist Bibi neues Lied gemeint. Ach so, heißt der Song so? Wop, wop. Lieber nicht. Hey, wir können hier auch Filter anmachen, dass es ein bisschen besser aussieht. Das Spiel ist voll laut. Ich weiß. Kann ich das hier nicht leiser machen? In den Einstellungen. Gibt es hier keine Einstellungen? Dann mache ich das kurz bei OBS, ja? Ist das so in Ordnung? Und ich mache mal ganz kurz noch eine Grafikoption dazu. Das bedeutet, dass es ein bisschen besser aussieht, ja? V-Sync an, verwende gesamten Bildschirm, dass es groß gezogen wird. Dann habt ihr die Balken nämlich nicht. Ich mache Kantenglättung rein, anisotropische Filterung rein. Breitbild-Hack kommt auch rein. So. Eigentlich müsste es jetzt gehen. Oh, jetzt sieht es schon mal bedeutend besser aus. Guckt mal. Sieht viel schärfer aus. Jo, super. Okay, danke. Also, danke ebenfalls für die Rückmeldung. Ich verlinke dir mal ein altes Dragon Ball Game, das richtig geil schaut. Lass mal an YouTube an. Heißt Legacy of Goku. Buu's Fury. Okay. Kannst du mir eine Privatnachricht schicken? Nox sagt, danke für deinen Follow. Vielen Dank. Und Motherfucker, weiter so. Yeah. Ruder Sniper. So sieht's aus. Ich muss mal was Neues aufnehmen. Hey, aber das Bild ist immer noch nicht gestreckt. Wisst ihr, was ich meine? Dass ihr die Balken nicht habt. Das muss ich mal ganz kurz machen. Seitenverhältnis. So, wir haben es. Juhu! So. Was müssen wir eigentlich machen? Die Balken bleiben. Nur jetzt sind sie weg, Hinokami. Guck. Das ist voll geil. Der Emulator hat einen Breitbild-Hack, nennt sich das. Ich frage mich, warum das nicht auf Deutsch ist. Das ist eigentlich die europäische Version. Das muss man irgendwo umstellen. Genau, letztes Mal habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe das jetzt gelernt. Nock hatte sich erkundigt. Ach geil, da können wir Wasser schießen. Genau, das kenne ich noch. Ich finde es voll krass, dass mit Emulatoren die Spiele besser aussehen wie original. Durch die Kantenglättung und so, wo man einstellen kann. Ich glaube, das Spiel geht es nur auf Englisch so. Ach so. Weil da gibt es zwei Versionen. Einmal die amerikanische Version, USA, und einmal die europäische Version. Hat das nur auf Englisch bis jetzt? Also ich dachte, es muss eigentlich auf Deutsch geben, oder nicht? Aber ich wüsste nicht, wo man es umstellen kann. Ich guck mal ganz kurz was nach. Dauert ein paar Sekündchen, dass ich es in dem Emulator vielleicht auf Deutsch stellen kann. Speicherkarten, Regionen anzeigen, Plattform anzeigen, nein, Optionen. Hier, Audio. Benutzeroberfläche, clean. Systemsprache hier. Deutsch. Geil, ich hab's, Freunde. Wir müssen nur kurz das Spiel neu starten und dann geht's. So, geht gleich weiter. Jetzt dürfte es auf Deutsch sein und alles perfekt eingestellt. So, Start. Jetzt dürfte es passen. Vielleicht ist es jetzt auf Deutsch. Mal gucken, ich hoffe. Achso, das kann sein hier nur, ja. Aber jetzt mal gucken. Hä? Wieso hat es jetzt nicht gespeichert gerade?
Und der Breitbild-Tag ist schon wieder weg. Der muss ich einstellen. Mann, Mann, Mann. Immer diese Einstellungen. Grafikeinstellungen. Achso, doch, jetzt hat es automatisch gerade umgeändert. Passt. Ich schicke dir auf Insta das Spiel, okay? Achso, auf Instagram. Okay, wenn du mich gefunden hast, ja? Nock spielt, heiße ich da. Ich bin da nur ganz selten auf Insta, aber ich poste da immer nur ab und zu mal ein Bild oder so. Das ist tatsächlich nur in Englisch. Oder auf Steam kannst du es mir schicken, genau. Das wäre super. Bist du auch herzlich in meiner Steam-Gruppe eingeladen übrigens. Link unterm Video, Steam-Gruppe. Beitreten, dann seid ihr in unserer Gruppe. Wir haben schon 90 Mitglieder insgesamt oder 89, voll geil. Und da kündige ich auch immer alles an. Achso, Verlosung gibt's. Ich glaube, ich mache ein Video dazu, das ist, glaube ich, fast besser. Ich verlose was wieder. Aber da mache ich ein Video dazu, dass alle Zuschauer eine Chance haben, das zu gewinnen. Waha! Ich glaube, wir müssen noch das Ding hier holen. Die Spritze da. Genau, Chonky. Wäre cool, wenn du es mal auf Steam schicken könntest. Danke, Hinokami, für den Link. Da könnt ihr eintreten, was Hinokami gerade gepostet hat. Wenn der kleine Roboter dich scannt, musst du unten links in die Ecke gucken. Ist ein Easter Egg. Aha. Okay, mache ich. Links unten in der Ecke. Oh, meine Augen brennen durch diese Bonbons. Die sind so hart, Mann. Oh, die sind... Links unten ist ein Easter Egg, meinst du? Also ich achte darauf. Boah, die Bonbons, Mann. Oh. Cherry. Sind sie zu stark? Bist du zu schwach, heißt es doch. Okay, das kann man leider nicht überspringen. Nein, wollen wir nicht nochmal hören? Links unten. Was gibt es zu gewinnen? Ein Game Key. Von einem echt coolen Spiel. So, wir müssen jetzt das Feuer hier löschen, oder? So, gleich ist es aus. Oh, wir haben kein Wasser mehr, oder? Doch. Oh oh. Monster kommt. Wow, fuck, raus hier, raus hier. Ey, wie geht denn der nach oben? Ach so. So, komm, 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 komm. Löschen, löschen. Mehr, 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 mehr. Wie viel braucht der denn? Ach, da oben, auf den Kopf. Alle guten Dinge sind drei. Haha. Du musst ihn ins Maul spritzen. Haha. Come shot. Come shot. Haben wir geschafft. Ach, ein Sternchen. Hier muss man auch die Sterne sammeln, oder Leute? Wie bei Super Mario 64. Also diese Dinger hier. Wow, geil. Ich glaube, das Spiel ist cool. Safe and... Ja, natürlich safe.
Genau, ich denke, ich werde das Video heute oder morgen aufnehmen. Weil da kriegen es alle Leute mit. Weißt du, hat jeder eine Chance mitzumachen. Wenn ich es jetzt hier mache, dann... Nur 10 Leute. Auf YouTube haben 3.500 Leute die Chance. Ja, immer die Sterne sammeln. Der Anfang ist ein bisschen langweilig, wird aber dann cool. Okay. Hab jetzt ein Insta geschickt. Da schaue ich doch gerade mal nach. Danke, Junkie Kong. Ah, Junkie möchte dich als Freund hinzufügen. Ich hab's. Warte, die Kamera soll es scharf stellen. Ach, die stellt nicht scharf, weil ich es auf meine manuelle geschaltet habe. Aber Donkey, Junkie, ich hab's. Ich schreibe dir, yo, hi. Oh, jetzt habe ich K.O. hi geschrieben, aber egal. So, ich schaue später nochmal da rein, ja? An welchen Tagen streamst du immer? Jeden Donnerstagabend um 19 Uhr, 20 Uhr sowas. Jeden Donnerstag, aber oft auch spontan, so wie heute. Du kannst gerne meine Steam-Gruppe kommen, Marshall. Da gebe ich das immer bekannt. Und auf Facebook auch. Links sind alle unterm Video. Aber wie willst du eine Verlosung über YouTube machen? Ich kündige das an und ich lose dann entweder im Stream aus, weißt du, im Livestream. Oh, das ist eine gute Idee. Ich streame ja morgen eh wieder. Dann gucke ich, dass ich das Video davor rausknalle und verlose dann im Stream den Key auf diese Internetseite, weißt du, wo du die Zahlen würfelst. Muss ich mich noch erkundigen, wo das genau ist. Also wie die Seite heißt. Random Org oder so heißt sie doch. So mache ich das. Ich weiß nicht, ob ich den Key verraten soll, was für ein Spiel es ist, oder einfach sagen soll, ich verlose ein Spiel. Was ist besser? Schick mal Screenshots, wie ich das gemacht habe, auf mein Handy, okay? Du schickst mir Screenshots, meinst du, Junkie? Delfino Plaza. Ach, die Nintendo-Welt, die ist doch einfach schön, oder? Und die Musik von Nintendo ist auch mal einfach geil. Hä, was ist da so? Ist das normal? Guck mal den Hintergrund an. Ist das normal, dass das so komisch flackert? Dann mach doch, dass du so machst, ein Ankündigungsvideo für die Verlosung. Die Verlosung dann on-stream verlosen. Genau, so mache ich das. Das baut Spannung auf, ja. What the fuck? Game is on crack? Wie meinst du Hinokami? Guck mal, was ist das? Ist das normal? Ist doch nicht normal, oder? Nock, ich habe mein erstes Bild fertig. Echt? Was für ein Bild hast du gemacht, Social? Zeig mir das mal bitte. Das ist nicht normal hier, oder? Wartet mal, Leute. Ganz kurz in die Grafikeinstellungen gucken. Vielleicht habe ich das zu hoch geschraubt. Ja, immer noch da? Ja, ich muss wahrscheinlich das Spiel neu starten, wenn ich hier was ändere. Haben wir gespeichert? Ja, wir haben gespeichert. Geht er direkt hier wieder weiter. So, einmal Neustart. Zack, geht schon wieder. Geht schon weiter. Sieht aus wie ein LSD-Trip. Ja, war.
So, Neustart und zack. Hoffentlich geht's jetzt. Das ist nicht normal, ja. Hier der Link, ich klicke mal drauf. Site ist leider nicht verfügbar, kommt bei mir Social Port. Zweiter Link. Cool. Dieser Moment, wenn du in Zombie Runde 29 bist und down gehst, weil dein Controller ausgeht. Geil. Ich würde es ja gern zeigen, aber ich kann es nicht rüberziehen. Dein Bild. Oder Moment. Nö, geht leider nicht. Ich kann es nachher mal zeigen, Social Port. Ist cool geworden. So, los geht's. Ich hoffe, es geht jetzt. Speicherpunkt haben wir auch. Zack. Ach, das haben wir doch schon gesehen. Wieso kann man das denn nicht überspringen? Ich wollte, dass du es siehst. Okay, okay. Okay. Ja, ist cool geworden, Social Port. Ist nice. Mit was hast du gemacht? GIMP oder Photoshop? Ich kenne das Problem auch nicht wirklich. Habe sowas noch nie gesehen. Es ist blöd, dass wir das jetzt überspringen, nicht überspringen können. Aber geht dann eine Minute, ist vorbei. Photoshop. Okay, nice. Ist cool geworden. Ich arbeite mit GIMP. Photoshop ist aber, glaube ich, ein bisschen mehr Funktion, wa? Aber GIMP ist mittlerweile auch sehr geil. Und kostet halt nichts, wa? Guck mal, hier sieht alles normal aus, oder? Ich glaube, es geht jetzt. Aber wir müssen das säubern. Geht ewig, ja. Und man kann es nicht überspringen, obwohl man schon gesehen hat. Dass sie da keinen Speicher reinbauen, dass es merkt, dass wir das schon mal gesehen haben. Dass man es zumindest überspringen kann. Ich habe einen Crack. Achso, Photoshop, ja. Okay. Ja, geht natürlich auch, aber... Sorry, ey, mein Hals irgendwie. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ich habe mich ganz leicht verkühlt. Deshalb lutsche ich auch die Fisherman's Friend-Dinger, ey. Die sind total übel. Die brennen richtig in den Augen. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Ups. Mashallah TV, bin da mal weg, komme morgen wieder. Alles klar, Mashallah, dann freue ich mich auf morgen, ja? 19 Uhr sowas. Gebe ich ja in meiner Steam-Gruppe bekannt. Oder auf Facebook, die genaue Uhrzeit. Aber ich schätze zwischen 19 und 21 Uhr. Ey, das ist so blöd, wieso kann ich das nicht überspringen? Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Genau, Zero Reaction. LP. Du bist neu, wa? Zero Reaction LP? Aber die schmecken wenigstens nicht nur nach Pfefferminz, sondern die schmecken noch nach Kirsche. Und das ist ganz geil. Hier unten steht es auch drauf. Warte. So, seht ihr das? Aber das sind echt übelst krass. Aber die tun den Hals gut. Aber ich merke richtig, wie das, wenn ich spreche, wie der Dampf in meine Augen geht und meine Augen anfangen zu brennen. Die Preise für die Programme, absolut. Ich habe auch so Musikprogramme, Reason und Cubase, die kosten 800 Euro. Und die Plugins kosten 1000 oder so. 10.000 gibt es auch. Jetzt ist normal, oder? Ist es jetzt normal? Sieht normal aus. Cool. Ein bisschen dunkler Hintergrund manchmal. Der Dampf bist du am Rauchen. Nö, nö, also der Mund. Wie heißt das? Mund. Dampf. Der Atem. Ich finde die nicht schlimm. Nö, es geht, aber es ist schon sehr, sehr scharf. Die Schatten sind merkwürdiger.
Hier, das da. Okay, aber ist nur so, ist okay, oder? Also kann man machen. Ist jetzt nur so minimal. Die Frage ist, was wir machen müssen. Can't leave yet. You have to improvise. Also es, wir können mit dem Boot nicht wegfahren. Oh, guck mal, da hängt ein Stern. Ist ein bisschen dunkler. Ja. So, die Schatten. Und, die Frage ist, was wir machen müssen. Oh ja, der Mauszeiger, sorry. Jetzt ist er weg. Komm, ich spring einfach mal da rein. Der Mario ist zu rund, das ist nicht normal. Der ist zu rund. Ach so, ja, das liegt wahrscheinlich daran, an dem Breitbild-Hack, weißt du? Ach so, nö, das ist ja gar nicht an. Wieso ist denn das nicht an? Einen Moment, ich mach's das mal kurz an, ja? Jetzt ist es an. Ich mach mal per Pixel Lightning an. Ups, jetzt ist. Hängen. Ah, jetzt geht's wieder weiter. An dem liegt's auch nicht. Dann mache ich das wieder aus. Ich weiß nicht, an was das liegt. Dass es ein bisschen dunkel ist. Freies Umsehen, Wireframe. Okay. Aber kann man machen, oder? Geh mal zu dem ganzen Schleim. Okay, mache ich. Scharf finde ich die auch nicht. Oh, ich schon ein bisschen. Wasser sammeln, um die Graffitis wegzumachen. Alright. Oh, guck mal, was ist denn jetzt schon wieder los? Das war letztes Mal nicht so. Ich habe das ja schon mal gespielt. Das sind die. Das hat mit den Schatten was zu tun. Weil wenn man näher rankommt, seht ihr, das geht das weg. Dann geht das weg. Mario ist wieder aus Pilzen. Soll ich das einfach ausschalten, ja, den Breitbild-Hack? Aber an dem liegt es nicht. Ich habe das ja schon mal gespielt. Da war das nicht so der Fall. Ich mache jetzt mal Standardeinstellungen. Kann ich das hier nicht Standard machen hier? So, geht gleich weiter. Wir machen das mal auf 1. Und wir machen mal Breitbild-Tag mache ich mal aus, okay? Zack. Und zack. Hä? Guck mal, jetzt ist es. Nein, jetzt ist es Blatt gedrückt. Ach, Menno. Jetzt ist es normal, Leute. Aber es ist zu dunkel. Und die Schatten spinnen ein bisschen. Da hinten seht ihr das? Geht doch weg, 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 weg. Boah, was ist los mit uns? Was ist da bei uns? So, jetzt da können wir schön zielen. Da ist der Schleim, mach den weg. Ja, mach ich gerade. Will das denn da? Okay, ich schaue nachher mal rein. Nach dem Stream. Danke. Das Game hat einen Continue und Save Button, aber kein Exit. Ja. Wow, umdrehen.
umdrehen. Ey, das ist ein bisschen tricky mit der Steuerung. Ey, wieso rutscht denn der so komisch rum? Was ist denn mit dem Mario los? Fuck, wir sind gleich tot. Shit. Wir sind gestorben. Das ist auf LSD, ja. Jetzt ist besser, oder? Wie meinst du, vorher war besser? Sonst ist es pixelig. Jetzt ist das nämlich mit den Pixeln weg, aber der Hintergrund, da spinnt irgendwas. Das ist nicht normal. Hast du schon New Super Mario Bros. Gezockt? Nein. Auf welcher Plattform ist das? So, jetzt, ich will den Schleim jetzt wegmachen hier. Das nervt mich. Was hat denn der Mario immer? Hier ist eine gute Stelle. Haha, super Stelle. Hey AlexTV98. Willkommen im Stream. Wie geht's dir, Alex? Hey, wir sind an einer voll geilen Stelle zu diesem Gegner. Perfekt. Da muss mal erst jemand drauf kommen. Kommt noch ein Schuss, ein Treffer und dann ist er fertig. Yo. Die Kleinen machen wir auch noch kaputt. Ju. Ach, nicht in den Schleim treten, okay. Mach Breitbild aus, das ist egal. So, dann habt ihr halt links und rechts so Balken. Soll ich auch mal ausmachen? Du hast eher begonnen, richtig? Was meinst du, Alex? Also Stream tue ich schon seit ein paar Stunden, seit um 8:30. Aber erst auf YouTube und jetzt streame ich auf Twitch und YouTube gleichzeitig gerade eben. Was muss ich machen? Stop the criminal in his tracks with some water. Wen soll ich denn stoppen? Ach, die Dinger. Die muss ich wegsprayen. Ach, wenn ich. Meinst du, das ist dann aus, wenn ich die Breitbild-Tag ausmache? Meinst du, das ist dann weg? Das Verschwommene? Okay, ich versuch's mal. Ich schalte mal Breitbild-Tag aus. Ich hoffe, das ist dann weg. Ja, jetzt habe ich es ausgeschaltet, das ist aber. Moment, ich hab's gleich. Automatisch. So. Jetzt ist es normal. Aber guck, das ist immer noch so. Oder ist das jetzt normal? Sieht doch normal aus, oder? Mir kommt es ein bisschen dunkel vor, aber. Mit Sunshine. Oh ja, ich habe gerade erst angefangen, Alex. Und ich spiele es auch gerade so ziemlich zum ersten Mal. Mario. Okay, so, wo müssen wir hin? Wir müssen irgendwie das X finden, oder? Mario, der die Prinzessin kidnappt. Also hat er jetzt. Wo ist die Prinzessin? Ich habe gerade wirklich keinen Plan, wo wir hin müssen. Du musst anderen Mario fangen. Okay, wo ist der? Wo ist der? Und der hat doch die Prinzessin, oder wie? Jetzt ist das Kreuz schon wieder da. Das habe ich doch gerade weggemacht.
Oh, ich muss das einsammeln. Vielleicht, oder? Der Teil der Insel ist noch in Dunkelheit gehüllt, meine ich. Ist das normal, oder? Weil wenn das normal ist, dann ist ja alles super. Also wenn es so, sich so gehört. Gucken, da ist hell. Warum ist da hell? Da ist er doch! Oh, da ist er. Ich habe doch Zufall entdeckt. Der kackt mich voll mit Dünnschiss. Der kackt Dünnschiss. Ey, fuck. Der bleibt immer stehen, der Mario, wenn ich auf, wenn ich schieße. Es geht, weil, geht nicht anders. Ich hätte es auf einen anderen Knopf legen müssen, wo ich nur so leicht draufdrücken könnte. Ey! Ey! Okay, zweimal haben wir jetzt getroffen. Das ist total schwer zu ziehen, ohne Scheiß. Weil er bleibt immer stehen. Wenn ich schieße. Ein dünnes Schoko-Vanille. Cappuccino. Dritte Mal getroffen. Vier, fünfmal getroffen? Sechsmal, siebenmal, achtmal. Ey, was geht ab denn? Ey, der bleibt nicht stehen. Ey, du bist doch gegen ApoRed, oder? Was heißt gegen ihn? Ich bin nicht gegen ihn, aber ich bin auch nicht für ihn. Also ich, ich sag halt ganz klar, was er macht, finde ich nicht cool. So. Ich kann damit auch nichts anfangen, aber ich kenne ihn als Mensch, kenne ich ihn nicht, weißt du? Ich kann mir sogar ganz ehrlich vorstellen, dass ApoRed eigentlich einen ganz netten Kern hat vielleicht, weißt du? So wirklich jetzt, ne? Ich glaube, ich... Jo, wir haben's. Ich glaube, eher Leon Marcher ist mir eher der unsympathischere von. ApoRed hat eventuell sogar noch einen guten Kern. Aber was er macht, so YouTube-mäßig, ist total kacke. Gefällt mir gar nicht. Aber im Real Life, wie gesagt, kann das ein netter Kerl sein. Ich kenne ihn ja nicht, weißt du? Das ist ein Spiel für Kinder. Wie kannst du da nicht klarkommen? Ja, das ist kacke wegen der Tastenbelegung, Hinokami. Normal ist so, das legst du auf Erde schießen und dann kannst du leicht schießen und dann rennt der gleichzeitig auch noch, weißt du? Ich hab's auf R gelegt und ich kann nicht leicht drücken, also sprich, er bleibt jedes Mal stehen, wenn ich R drücke. Das ist übelst schwer dann so, weißt du, wie ich meine? Ja, das, mir tat's auch gerade weh. Ich muss das umändern, die Tastenbelegung. Das geht nicht anders. Weil der bleibt sonst jedes Mal stehen. Ich müsste es auf R machen. Ich mache das jetzt mal kurz auf R, Leute. Sonst ist das total übel. Sonst bleibt er nämlich jedes Mal stehen, wenn ich schieße. So. Blab, blab, blab. Gamecube-Einstellung und so. R-Button. Dann nehmen wir den da. So, jetzt müsste das gehen, Freunde. Nö, er tut immer noch. Er bleibt immer noch stehen. Ach, egal. Hol dir einen Gamecube-Controller. Oh ja, das wäre geil. Gibt's sogar original. Also nicht original von Nintendo, aber kannst du bei GearBest bestellen. Mit USB-Anschluss. Okay. Jemand muss mir sagen, wo ich hin soll. Bin total überfordert. Soll ich das mal weglöschen hier?
Die Kacke da, der Dünnschiss. Jetzt muss ich den doch noch fangen, oder nicht? Ey, ich weiß nicht, warum die Steuerung so schwer ist. Total übel zum Zielen. Und er meint, dass Abarrett nur angibt, was wie fette Autos er hat. Und so, ja, ja, genau. Und dann auch das falsche Auto erwähnt. Er rappt so ein, was hat er? Er rappt über Lamborghini, ja? Und steht dann aus Versehen im Video vom R8, Audi R8 und solche Geschichten halt. Dass man halt sieht, dass das kann dann gar nicht sein Auto gewesen sein, weil er es sogar verwechselt hat. Okay, wo ist er? Ach, da ist er. Ey, ich weiß nicht, wie ich den fangen soll. Was? Was hat denn der gemacht gerade? Der macht sich so Stargates oder wie? Oder kann ich da rein? Oh! Zu diesem Schleim von eben. Ah, okay. Habe ich geschafft. Bianco Hills. Road to Big Windmill. Er ist vom Verhalten her wie ein Kind. Ja. Geil. Guck mal, jetzt ist alles voll hell, Leute. Das war nur bei der Welt so irgendwie. Und jetzt will ich mal kurz was probieren. Da geht nichts kaputt. Ich will nur mal diesen Breitbild gucken, ob das hier jetzt funktionieren sollte. Wenn nicht, mache ich es gleich wieder weg. Ich will nur was versuchen. Ob das geht. Zack. Genau, und es ist nicht platt gedrückt, weil es ein Breitbild-Tag. Aber guck mal, da hinten ist wieder verschwommen. Okay, wir machen einen Breitbild-Tag aus. Bei dem Spiel geht das nicht so. Also gibt es Fehler. Dann ist das blöde. So. Wo ist der Ach, schon wieder der Mauszeiger. Ich mach den mal hier rechts runter. Danke für den Hinweis. Jetzt ist er weg. Er ist ja geil, er kann auch balancieren. Ich wusste das alles gar nicht. Hier habe ich noch nie gespielt. Ich war noch nie hier in der Welt. Boah. Ganz schön viele halten die aus, diese Dinger. Ey, das ist so schwer. Kann man auch hier drauf springen? Ups, jetzt habe ich auf L gedrückt. Das ist die Karte anscheinend. Ach geil, das kann der auch wieder wie früher. Das ist ja cool. Diesen Purzelbaum. Geil. Soll ich Zelda noch zocken nachher? Können wir gerne machen. Wir müssen da hoch, sehe ich gerade. Wow. Nein. Ey, was ich auch richtig geil fand, ich habe eine Wii gekauft. Super Mario. Oh, ich muss auf die andere Seite. Super Mario Galaxy. Und Galaxy 2 fand ich super geil. Auch die Steuerung und so. Oh, guckt mal. Gleich mal das X wegballern. Wir brauchen die Münze. Wo kommen die denn immer raus? Es muss auf der anderen Seite sein. Wir müssen jetzt irgendwie hochkommen. Ich habe bei der Story leider nicht genau, ich habe gerade nicht richtig gelesen. Das ist das Problem. Sonst wüsste ich jetzt, was ich zu tun habe, wahrscheinlich mehr. Oh fuck. Kann man das löschen? Ach scheiße, da ist noch was. Mann, ey, ich habe gerade keinen Plan, was ich machen soll. Wie spät ist das bei dir? Bei mir 1,45. Bei mir auch.
Ich gehe jetzt einfach da durch, mir egal. Stimmt, Super Mario Galaxy muss ich auch mal wieder gucken. Oh ja, das ist saugeil, finde ich. Komm, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite und... Können wir da nicht irgendwie durchschwimmen, Mann? Wir müssen irgendwie da nach oben. So viel habe ich jetzt verstanden. Du musst wie bei Mario 64 Sterne sammeln. Als du auf der Insel ankamst, wurdest du eingesperrt, weil dieser böse Mario die ganze Insel anmalt und nachdem er dich ähnlich hat, nachdem er dir ähnlich schaut, haben sie halt dich eingesperrt. Ach, deshalb. Und man muss diese... Und er sprüht überall diese X hin, oder wie? Und die muss man auch wegsprühen. Und wie viele Sterne gibt es in jedem Level? Ist es so wie bei Mario 64? Also ich muss in jeder Welt verschiedene Aufgaben erledigen und dann gibt es verschiedene Sterne, ja? So wie jetzt zum Beispiel hier. Diesen Typen. Und dann kommen diese blauen Sterne daraus. Scheiße. Jau. Ach geil, jetzt geht das alles weg. Und kommt was Neues. Exception. Cool, dass du da bist. Du bist wieder gekommen, wa? Cool, jetzt kommen wir da hoch. Oh, wir sind immer noch voller Kacke. Guck mal. Warum das denn? Wieso springt denn da nicht den Supersprung, Mann? Ey! Was ist denn mit dem los? Da vorne ist der Stern. Ach, leck mich doch. Ich hole jetzt. Ich brauche Münzen. Mir ist den Tod gleich. Wir brauchen unbedingt Energie. Ach, Mario. Ey, der springt nicht hoch. Oh, geil. Jetzt haben wir wieder Energie bekommen. Und guck mal, da unten ist irgendwas. Ach, Mann. Ich hab echt... Die Steuerung ist ganz komisch. Ach, hier taucht der ab. Einmal nach unten tauchen, bitte. Oh, safe. Ach, man kann hier nur an bestimmten Stellen speichern. Okay. Ja, bin wieder da. Mach ich nebenbei was anderes. Okay. Alles klar. Kann es sein, dass ich manche Nachrichten von anderen nicht lesen kann? Nö, normal nicht. Das geht normal. Streamst du donnerstags, aber dann auch nochmal? Ja, ich stream morgen nochmal. Heute ist ja nur so ein Spontan-Stream. Ey, was, warum ist denn hier alles... Das nervt mich hier gerade voll. Schnell ins Wasser rein. Ey, das geht nicht mehr ab von uns. Was ist denn hier? Warum ist denn da... Da ist doch... Ist das ein Fehler des Spiels? Sag mal. Wieso macht er diesen Supersprung denn nicht? Mach doch diesen Supersprung, Mario. Alter. Ich komme immer auf den L. Ich denke mal, das ist dieser Salto. Das ist aber der obere L. Ey, fick dich, ey. Ach, egal. Wir haben ja gerade gespeichert. Ey, das Spiel nervt mich gerade übelst ab, ey. Dieser Schleim ist verbuggt. Ach, deshalb. Das dachte ich doch schon.
Genau, und ich stream morgen auch auf beiden Seiten nochmal. Also ich mache das über Restream. Das streame ich dann hier, also auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig. Man kann so sagen, Super Mario Sunshine ist das Super Mario 64 Wasser-Edition und Super Mario Galaxy die Welt-Edition. Das ist voll ähnlich wie Mario 64, ja, das stimmt. Controller-Verlosung mit deiner Signatur. Oh ja, das habe ich mir überlegt. Ich glaube, ich werde das machen. Aber ich muss da nochmal neue Controller bestellen. Ich bestelle dann so 2-3 Controller und verlose die euch. Also diese hier. Diese. Und morgen kommt ja auch die Verlosung. Ich hoffe, ich schaffe die Verlosung, das Video vor meinem Stream noch aufzunehmen und hochzuladen. Aufnehmen, schneiden, hochladen. Vorm Stream und dann in der Stream, im Stream morgen Abend lose ich dann den Gewinner aus. Also es gibt einen Game Key. Ich verlose einfach gecrackte Games, die ich runtergeladen habe. Die schicke ich euch dann zu. Das ist so über Mario 64. Du musst die Sterne einsammeln, um die Hauptinsel wieder heller zu machen. Ach, deshalb ist hell. Also die ist wirklich so dunkel und wir müssen die heller machen. Ach so, also war es kein Bug. Hast du mal Dark Souls oder Bloodborne gezockt? Ja, ich habe Dark Souls 3 sogar da auf Steam. Habe ich mir gekauft. Aber ey, das ist so verdammt schwer. Also das ist schon unfair schwer, weißt du? Das ist so schwer, dass ich mir die Zeit einfach nicht nehmen kann und möchte mich da stundenlang wegen 20 Meter Weg, wo man dann nicht schafft, weißt du, stundenlang 500.000 Mal wiederholen muss. Boah, was geht denn da ab? Geil. Das ist voll schwer. Dark Souls. Aber ich habe auch einen Trainer mal versucht. Mit dem Trainer kann man es spielen. Wenn man das Spiel sehen möchte, ladet man sich einen Trainer und spielt es einfach so durch. Ich wollte eigentlich da hoch. Kann man da rein? Wie macht denn der seinen Supersprung? Der macht den noch. Wie bei Super Mario 64, dachte ich. Ah, okay. Aber der geht irgendwie. Nicht immer. Ich muss ein bisschen üben, Freunde. Okay. Und wie ist das mit der Controller-Verlosung mit einer. Achso, das habe ich gerade schon gelesen. Genau, Signatur. Genau, ich kann ja mit irgendeinem wasserfesten Stift Knock draufschreiben. Ja, das mache ich dann. Da verlose ich den 2 oder 3 Mal. Aber ich muss die erst bestellen. Und es dauert 2-3 Wochen, bis das da ist. Komm, wir gehen jetzt mal da hoch. Ey, ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Die Controls sind. Ich musste mal umlegen, das ist so nervig, ey. Ganz kurz, Leute. Diesen L auf den unteren legen. Ich komme nämlich immer auf den falschen Knopf. So. Wo war das? Wo war das? Wo? Z. Z machen wir hier und das machen wir so. Da, 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 und weiter geht's. Yo, ach, ist das angenehm. Juhu. Jetzt geht das viel besser. Und auf dem gehe ich dann in die Insel. Okay. Hey, Uno 1404. Hallöchen, willkommen im Stream. Du bist neu, wa, Uno? Ich hab dich noch nie gesehen. Beziehungsweise gelesen. Jo, geil, wir sind endlich oben. Das ist bei mir auch umgedreht. Also nach oben geht's nach unten und nach unten geht's oben. Das ist voll behämmert. Ich muss das mal irgendwie umstellen. Oh, und nach jedem so einen blauen Stern kann man speichern. Das ist auch schon mal gut. Maussteiger ist im Weg. Ey, der kann ja doch Mario spielen. Ja, ich war Mario Profi. Ich habe Mario 64 alle 120 Sterne gesammelt. Aber das ist hier gerade einfach nur komisch wegen dem Controller, weil die Tastenbelegung irgendwie anders ist. Und wenn ich nach oben drücke, geht's nach unten. Wenn ich nach unten gehe, geht's nach oben. Das ist total schwer, ey. Das ist so übel. Ich muss das gleich mal irgendwie umstellen, versuchen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ätzend das ist, wenn man nach oben drückt und es geht nach unten. Oder wenn er nach links drückt, geht's nach rechts, die Kamera und so. Ich muss das gleich mal einstellen. Kann ich da hochklettern?
Nö. Wie macht der denn... macht er den Weitsprung so wie bei Nintendo 64? Nein, macht er nicht. Ach, fuck off, ey. Bei Nintendo 64 konntest du Z drücken und dann im Springen und dann gleich A drücken und dann ist er weit gesprungen. Ist halt die Flugzeugsteuerung. Warte mal, ich muss noch was... was probieren. Weg mit dir! Die kann man gar nicht wegspritzen, wa? Die muss man drauf. Kennst du Domtendo? Das ist ein YouTuber. Oh ja, sagt mir was, ja. Ja, bin neu. Kenne dich von Mimi und wollte mal deinen Stream abchecken. Ach cool, Uno. Das freut mich. Mimi ist cool. Ein Gruß an Mimi, falls du das siehst. Ich muss bei Mimi mal wieder schreiben auf WhatsApp. Schon lange nicht mehr, nichts mehr von ihm gehört, ey. So, wie geht es nochmal da hoch? Und ich denke mal, wir müssen darüber, oder? Über diese Seile. Weitsprünge gibt es nicht. Duckenspringen ist nicht möglich, leider. Ach, leider. Früher konntest du immer so einen Weitsprung machen. Aber ja, blöde, dass das hier nicht geht. Müssen wir vielleicht da runter oder wo müssen wir hin? Kann der nicht in der Luft zu... Ach, geil! Endlich weiß ich, wie es geht, ey. Ach, fuck off, ey. Mann. Aber egal, ich... jetzt weiß ich, wie es geht. Also bei... Mario 64 bin ich richtig gut. Das können wir gerne mal spielen. Hier bin ich noch, wie gesagt, die Steuerung. Ich muss die Steuerung irgendwie noch ändern. Das ist alles falsch rumgedreht. Mit dem... Das ist alles falsch. Hä, wieso tut er jetzt nicht mehr... Ach, das kann man umändern. Das weiß ich jetzt erst. Auf B, dass er einmal spritzt und einmal fliegen kann. Cool. Konnte man nicht irgendwie gleiten? Auch, oder kommt das noch? Genau, ich dachte auch, man kann gleiten. Mario der Duschmeister. Es gibt eine neue Super Mario 64 DS-Edition. Ach, geil. Ich habe leider kein DS. Würde ich mir sofort kaufen. Was ist denn hier los? Den haben wir doch vorhin schon gekillt. Wieso müssen wir den nochmal killen? Ey, die Steuerung, das ist so übel. Ich muss das echt jetzt... Nach dem Gegner stelle ich das mal ein. Das ist echt... kaum zu machen. Ja, ist das ein, das ist doch ein Bug hier, oder? Dass man hier nicht mehr laufen kann, oder? Du kannst aber einen Dreisprung mit einem anschließenden Hecht mit B versuchen. Okay, Moment. Schieß doch jetzt mal! Alter, Alter. Das hat so keinen Sinn. Ich hänge fest. Bug. Ich brauche Energie. Ganz schnell Energie schnappen. Ach geil, er schwimmt auch schnell. Das ist gut. Erstmal Energie sammeln und Münzen. Ey, das ist voll komisch hier alles. So. Guck mal, guckt euch das mal an. Das ist doch nicht normal, oder? Du musst fliegen, ja, wa?
Mann, der kommt gar nicht hoch hier. Der kommt nicht hoch. Was, den Schleim hier wegmachen und dann umschalten und schießen. Ah, fuck, ey. Das ist echt so schlimm mit der Steuerung. Ich komme dann mit, ich muss die irgendwie einstellen. Also es ist alles spiegelverkehrt, wisst ihr? Wenn du mit dem Wasser bist, täuberst du dich und rutscht dann nicht so eklig. Okay, aber der ganze Weg ist so verschleimt, oder wie? Ich kann da nicht hoch. Weil vorhin war das doch weg und ich bin doch trotzdem nicht hochgekommen. Habt ihr das gesehen? Als der Gegner schon tot war. Da war der Stern oben, ich konnte nicht hochlaufen. Und da ist der Mario auch. Habt ihr das gesehen? Okay, jetzt weiß ich schon, was wir machen müssen. Aber das Ding ist, ich kann das ja nicht umstellen. Weil wenn ich jetzt nach vorne drücke mit dem Mario, dann muss er ja nach vorne laufen. Wenn ich das jetzt umdrehe, dann läuft er nach hinten. Also es geht nur in eine Richtung. Das ist voll ungewohnt für mich. Und das muss ich aber umändern. Das rechts, also die Kamera links-rechts-Bewegung ist auch falsch herum. Die ändere ich mal kurz von links nach rechts. So, Gamepad. Schultertasten. Wo war das? Shift. C-Stick hier. Links und rechts. So, jetzt mal testen, ob es geht. Ich glaube, jetzt ist gut. Ich glaube, jetzt geht das, Freunde. Ich muss mich noch ein bisschen eintesten. Ach geil, wir waren fast oben. Nein, das ist immer noch falsch. Irgendwie ist die Steuerung, wisst ihr, so von den Sticks so spiegelverkehrt irgendwie. Ich blick das gerade nicht. So C-Stick nochmal. So. Jetzt nochmal probieren. Dann, jetzt ist es, glaube ich, gut. Ach ne, wir müssen in falsche Richtung. Wir gehen wieder an das Rad, würde ich sagen. Cool. Hey, erstmal weg mit dem. Oh fuck, den kann man gar nicht töten, oder wie? Beziehungsweise man wird dann auch selber irgendwie mit einem Energie gezogen. Geh hoch! Stunden-Stream mit den schwersten Spielen. Ich sag nur Donkey Kong. Oh ja. Ey, vor allem total krass, dass wir vorhin, wir waren ja relativ weit. Wir haben schon die Hälfte des Spiels durchgehabt. Als wir dann gestorben sind, dass alles weg war. Also komplett alle Inseln nochmal von vorne machen. Also echt übel. So, wir müssen Wasserdings da. Haben wir das? Ja. Und jetzt fliegen wir mal darüber. Und. Oh, guck mal. Geil. Da ist ein Stern. Juhu. Und dann gleich mal speichern. Speichern, juhu, geil. Energie haben wir auch voll. Wo waren jetzt nochmal der blöde Schleimbolzen? Wir müssen da hoch, oder? Versuch, Moment.
Versuch mal, R gedrückt zu halten, während du den Analogstick nach hinten drückst. Wenn du dann A drückst, machst du einen Rückwärtssalto. Nö, macht er nicht. Vielleicht muss ich das Ding umschalten. Ah ja, ich muss das umschalten. Vom Spritzen. Also ich muss auf Spritzen schalten, nicht auf die Rakete. Danke für den Tipp. Vom Spritz auf die Wasser und breit, gut im Schleim wegzumachen. Aha, okay. Ach komm, leck mich doch. Wieso komme ich da nicht? Oh Mann. Oder alle Donkey Kong-Teile in Reihenfolge durchspielen. Dieses eine Donkey Kong mit Mario ist übelst schwer. Welches meinst du? Es macht einen Unterschied, ob du halb durchdrückst oder ganz. Wenn du halb drückst, kannst du dabei laufen. Wenn du komplett durchdrückst, bleibst du stehen. Genau, das geht eben nicht. Das geht nicht, ich schwöre es euch. Das habe ich vorhin auch versucht, wo ich diesen Mario fangen wollte, wa? Das ging dann nicht. Da ist er immer stehen geblieben. Guck, ich zeige euch das. Ich kann nicht halb drücken, es geht nicht. Der bleibt immer sofort stehen. Wenn ich ganz langsam immer weiter, immer weiter, immer weiter. Er bleibt sofort stehen. Das stimmt irgendwas nicht. Das ist echt blöd. Oh, der Mauszeiger, stimmt. Ich vergesse den immer, ey. So, wo muss ich eigentlich jetzt nochmal hin, Freunde? Ihr müsst da hoch, oder? So. Wir müssen noch da irgendwie rüber, oder nicht? Oder machen. Komm, wir machen jetzt diesen Penner erstmal. Diesen Sack. Ist das normal, dass hier auch Schleim ist? Ich glaube, das ist ein Bug. Kann doch nicht alles sein, oder? Ah, falscher Knopf, falscher Knopf. Da wird's einfach drauf. Und da kommt er, da kommt der Boss. Ey, der geht. Wieso zieht er nicht nach oben? Der zieht nicht nach oben! Ey. Ich habe langsam keine Nerven mehr bei dem Spiel, bei der Steuerung. Ich muss da irgendwie mal was ändern. Da ist irgendwas falsch. Das alte Donkey Kong. Meinst du Country? Oder das davor? Also das auf Super Nintendo meinst du? Wenn dich mein Backseat Gaming stören sollte, sag einfach was. Halte dann meine Klappe. Was ist Backseat Gaming? Was meinst du damit, Uno? Aber alles cool. Alles cool. Auf das Blatt drauf. Geh auf das Blatt drauf, Mario. Was ist denn mit dem los? Oh, Gras. Ach so, kommen wir übers Wasser. Das ist ja geil. So, ganz vor. Och man, das ist so anstrengend gerade wegen der Steuerung. Halbes Durchdrücken registriert. Also ich kann hier nicht halb durchdrücken, das geht nicht. Ohne Witz jetzt. Deshalb war das ja das Problem mit dem Mario vorn. Ich konnte den nicht fangen. Mann, mach doch das Ding an. Er macht das nicht, was ich möchte. Wieso rutscht denn der da immer aus? Auch wenn er. Wieso fliegt denn der nicht?
Ey. Ich glaube, ich mache gleich ein anderes Spiel rein, Leute. Das ist gerade so anstrengend. Ich weiß nicht, irgendwas geht mit der Steuerung nicht klar. Ich habe irgendwas falsch rum. Das geht auch falsch rum. Wenn ich nach links drücke, geht der nach rechts, Freunde. Das ist voll übel. Egal. Komm, wir machen Zelda oder irgendwas. Ich muss das erst einstellen. Das ist total spiegelverkehrt alles. Hast du einen digitalen Controller? Die registrieren nur ganz durchgedrückt oder gar nicht. Eventuell kannst du deswegen nicht beim Spritzen laufen. Der alte GameCube-Controller ist ein analoger, der auch halbes Durchdrücken registriert. Also ich habe den Xbox One-Controller eben. Und obwohl ich halb durchdrücke, macht er das nicht. Er bleibt dann sofort stehen. Also ich drücke so bis zur Hälfte, also passiert gar nichts. Und dann ab der Hälfte ungefähr bleibt er stehen und spritzt. Und ich hatte den vorhin auf dem R-Knopf auch, dieses Spritzteil, weil ich dachte, ich lege den auf den RL-Knopf, weil ich dann halt, ihr wisst, was ich meine, hoch, also nicht so, also analog stufenlos drücken kann. Aber ging nicht, geht nicht. Also total, das ist auch darum voll anstrengend. Das mega alte, dieses, wo Mario auf die Leiter klettert. Ach so, das, wo man an die Leitern mit Donkey Kong, das gab's schon auf dem Commodore C64, Freunde. Ich hole mir einen GameCube-Controller, absolut. Alex, so, bin da mal weg, bye. Okay, alles klar, Alex, haust rein, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, ja? Bis morgen hoffentlich doch, hoffe ich doch. Kannst gerne mitmachen beim Gewinnspiel dann, ja? Game, also, Backseat Gaming ist wie Spoilern. Ach so, nur das war alles super, Uno. AK-Tipps geben und damit auf schlau machen. Ah nö, das ist voll geil. Gerade bei mir kannst du das gerne machen. Gerade bei solchen Games, wo ich zum ersten Mal spiele, ist das super. Es sind ja keine direkten Spoilern. Wenn es richtig Spoilern ist, dann wird schon TM Real oder Hino oder Lioness was sagen, weißt du? So, Freunde, nächstes Spiel, würde ich sagen. Nächste, sollen wir nochmal Retro machen oder was anderes? Ich muss das jetzt mal in Ruhe einstellen, den Controller das nächste Mal für Mario. Und ich hole mir mal einen GameCube-Controller. Das müsste ich für das Spiel haben, ey. Das wäre richtig geil. Und vielleicht auch ein Nintendo 64 Controller. Obwohl, das geht eigentlich ganz gut mit Xbox Controller. Leute, ich werde mal ganz kurz mir ein Brot schmieren und Toast machen. Ich habe total Hunger. Und genau, aber ich bleib im Stream natürlich. Kennst du Donkey Kong 64? Ist mega krass. Oh ja, super geil. Ich habe es aber noch... Oder habe ich das... Nein, durchgespielt habe ich das nicht, aber ich habe es mal gesehen, ja. So, wir gehen hier mal raus. Oder ich kann das ja gerade mal anlassen, ist ja wurscht. Ich guck mal ganz kurz einen Toast, ja, ich bin gleich wieder zurück und ich bleib aber an, ich bleib auf Sendung. Bis gleich, Freunde.
Da bin ich wieder. Nur kurz was futtern. Und dann geht's gleich wieder weiter. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Aber ich brauche ein bisschen Power, ein bisschen Energie. Und noch ein Toast, der ist schon im Toaster, den esse ich noch, danach geht aber ganz schnell. 2-3 Minuten, dann bin ich fertig. Ach so, Uno. Wusste ich gar nicht. Ach, deshalb geht das nicht, weißt du, mit dem stufenlos drücken. Dankeschön. Bin auch gleich fertig. Und ihr habt bestimmt schon alle Abend gegessen, oder? Oder habt ihr auch Hunger? Ich muss echt mein Controller mal einstellen. Hier bei dem Emulator. Das ist echt ein bisschen spiegelverkehrt. Auch links, rechts drehen ist irgendwie falsch. Und ja, ich habe auch Hunger. Boah, ich auch so tierisch Hunger gehabt. Ich habe das letzte Mal um 5 Uhr oder so habe ich gegessen. 5 oder 6 Uhr. Oh mein Gott. Bin zu faul. Oh, ich kenne das. Wenn man Hunger hat, aber voll faul ist, was zu machen. Ich hole schnell meinen Toast und dann bin ich gleich fertig. Jo, danke Leute, vielen Dank. Falls ihr auch am Essen seid, dann wünsche ich euch auch einen guten Appetit. Der leckere Camembert. Der ist so geil. Kennt ihr den? Sieht man scharf? Ja, jetzt aber. Camembert. Boah, ich liebe den. Und dann auf Toast mit bisschen Frischkäse. Ein paar Frühlingszwiebeln, ist voll lecker. Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful... Teller noch hinreich. Ich reiche euch einen Teller hin, wa? Warte, ich bin gleich fertig. Gleich könnt ihr essen, ja? Hier, bitteschön. Toast auf die Runde, auf für die ganze Runde. Lass dir Zeit, komme gerade von einem Geburtstag. Jetzt wird erstmal der Kater mit einem Bier, einem Brot und den Stream gekontert. Haha, geil. Danke. Chicken McNuggets von McDonald's mit 2 Dips, das habe ich gegessen. Und dazu noch Kartoffelpommes mit Knoblauchsoße. Mega nice. Oh, lecker. Danke, Reception.
Boah, Pommes hätte ich jetzt auch voll Bock, ey. Pommes wären geil. Und Kartoffelsalat wäre auch geil. Geil. Da gibt es ja auch einen Yoshi. Das wusste ich gar nicht, dass man auf einen Yoshi auch reiten kann. Habe ich gerade hier gesehen. Ist ja voll geil. Aber ich muss echt wirklich erstmal meinen Controller einstellen. Einen guten Nock. Viel Spaß beim Dasseln. Boah, geil, du spielst ja Mario Sunshine. Jo, danke, Ex-Talking. Vielen Dank. Ja, wir haben es gerade ein bisschen gezockt. Warst du schon länger da oder bist du gerade erst gekommen? Exo? Weil wir wollten jetzt eventuell oder ziemlich sicher ein anderes Game zocken. Aber vielleicht auch Mario. Oder Mario 64 oder Star Fox Adventures. Wer von euch kennt eigentlich Star Fox Adventures? Kennt das jemand von euch? Reception, ich habe gestern oder warte, war es gestern oder vorgestern? Ah, nö. Morgen? Morgen oder übermorgen kommt ein Video wegen der Anzeige. Also, ich habe jetzt einen Anwalt und so geholt, der sich der Sache jetzt annimmt und der zu mir gesagt hat, so wie es aussieht, haben wir ja sehr gute Chancen, da rauszukommen aus diesem Anklage wegen Betrug. Und der Geldstrafe von 1500 Euro, ey. Gilt's noch, ey. Und ein Video kommt morgen oder übermorgen kommt das Video. Da habe ich alles nochmal detailliert erklärt. Und wie gesagt, ich hatte euch da eher auf dem Laufenden mit YouTube-Videos, wenn ich was Neues höre. Ach so, Linus, du reichst mir deinen Teller. Auch gut. Was gibt's denn Leckeres? Diablo 3, ja, geil. Star Fox auf GameCube, genau. So geiler Spiel, finde ich. Sehr gut, Abdi. So gehört sich das. So, ich bin gleich wieder da. So, Freunde, ich bin fertig. Ich habe noch meine Hände gewaschen. Wenn du jetzt nicht darfst, hake ich deine Zuschauer. Abdi, was meinst du damit, Abdi Stefano? Wenn du jetzt nicht hast, hake ich deine Zuschauer. Und du hast gedisliked. Ja, cool, Abdi, so macht man das auch. Man kommt irgendwie bei Leuten rein, klopft an die Tür und disliked. Mir ist das scheißegal, weißt du? Kannst du viel disliken, wie du möchtest, du kannst alles disliken. Mir ist das scheißegal.
Oder meinst du, du berührst mich jetzt damit? Übrigens, jeder Bewertung zählt gleich, ob die Dislike ist oder Like. Ab die, musst du dir merken. Also in YouTube, in einem Algorithmus, egal ob du jemand disliked oder liked, du steigst trotzdem nach oben im Algorithmus, also in der Bewertung, im Ranking sozusagen. Und was du meintest, kann ich auch nicht verstehen. Wie du haulst du? Was? Wie du haulst du Nob? Was für ein Landsmann bist du? Deutsch oder was bist du? Italiener? Weil ich dich nichts verstehe. Kapiere? Ich nichts verstehe, diese Deutsch. Konterlike ist da. Mm. Ich schau mir mal kurz. Abdi, schau mir mal kurz dein Profil an, ja? Ach, das geht gar nicht. Ich kann hier gar nicht rauf. Aber ist egal. Junge, ich hab ne 2 in Deutsch gerieben, du Kanaka. Geil. Gute Sprache. Und wo hast du diese Sprache gelernt, mit der du gerade schreibst? Auch in der Schule? So. Ich würde sagen, es geht weiter. Ich muss noch ganz kurz. Eine Minute. Ganz kurz versuchen, jemanden zu erreichen. Dauert nur eine Minütchen, ja? Wenn überhaupt, vielleicht geht auch gar niemand ran, dann ist wurscht. Ich mute mal ganz kurz. Eine Minute bin ich wieder zurück, ja? So, ich mach mal ganz kurz hier aus und wie gesagt, eine Minute bin ich wieder zurück. Bis gleich. So, hat sich erledigt. Ich würde sagen, wir machen weiter. Sollen wir noch mal eine Abstimmung machen jetzt oder wie sieht's aus, Freunde? Auf was habt ihr denn Bock? Warte mal, ich mache mal hier kurz die Emulation stopp. Wo ist mein Mauszeiger hin? Hier. Und mache ich mal eine Bildschirmübertragung. So. Die Games hätte ich jetzt auch noch für GameCube, sonst Super Nintendo Auswahl und Nintendo 64 hätten wir auch noch. Ansonsten halt können wir auch noch ein Horror-Game zocken oder sowas. Sag ich nicht. Ja, Abdi, was ist denn los mit dir? Hast du zu viel getrunken oder was? Zu viel Radler vielleicht? Ich meine so 2-3 Radler für so einen Jungen können schon zu viel sein. Okay. Leute, wie lange geht der Stream? Hab eben was zu tun, würde aber gegebenenfalls später nochmal vorbeischauen, wenn er da noch läuft. Der läuft schon noch ein bisschen. Also ich mache ja immer Open End. Jetzt haben wir... Oh, wir haben 2:30 schon. Ja, aber ein bisschen geht das noch. Sagen wir mal... Ah, oh fuck, wieso haben wir denn schon 2:30? What? Warte mal, 9, 10, 11, 12, 1, 2... Schon 6 Stunden? Okay. Bis 3 geht der Stream ungefähr, weil ich will mal um 4 oder so ins Bett kommen heute. Weil ich will mal so um 14 Uhr aufstehen, das wäre cool. Star Fox, können wir gerne machen. Also komm, wir hauen jetzt mal 3 Spiele in die Abstimmung. Und
dann genau, könnt ihr abstimmen. Also bis 3 oder 3:30 sowas geht das. So, ich glaube, es ist Zeit, den ersten Block rauszuhauen. Erstmal beleidige ich nicht deine Mutter, du kleiner Wichser. Da steht alle Schlampen außer Mutti. Wenn du ein bisschen wenn du zu dumm bist zu lesen, dann verpiss dich einfach, verstehst du? Und wenn du Probleme mit mir selber hast, dann schreib mich bitte privat an, dann klären wir das. Facebook, Link ist alles unterm Stream. Wenn du Bock hast, schreib mich an und wir klären das. Meine ich hundertprozentig im Ernst. Okay? Aber ansonsten verlass hier bitte mein Stream, denn du hast nicht das Recht, hier Leute dumm anzumachen und vor allem auch nicht mich als Arschloch zu betiteln. So. Du kannst jetzt noch was dazu sagen oder auch nicht. Ich gebe dir noch eine Minute Zeit. So gut bin ich noch. Und dann fliegst du. So. Sorry, Leute, aber es muss sein. Irgendwann muss man auch mal so Leuten so ein bisschen was sagen, weil er kann ja nicht reinkommen und uns beleidigen. Und mein... Doch. Okay. Also dann letztes Statement war doch. Gut. Dann... Amanaka, Junge, ja selber, ey. Fix selber deine Mama, ey. So. Wie gesagt, schreib mich mal privat an, dann klären wir das. Facebook-Link, alles ist unten. Du kannst mich privat anschreiben. Mach das mal bitte. So, tschüss. Bye, bye. Er ist weg. Oder gleich. So. Block. Also ich habe geblockt. Hino, kannst du mir vielleicht helfen, den auch kurz zu blocken? Ich weiß nicht, ob es geblockt hat. Ich habe jetzt über dieses Restream geblockt. Ich weiß nicht, ob das funzt. Also dann wünsche ich euch viel Spaß. Dauert etwas länger bei mir. Hat mich gefreut, Nock. Bist ein sympathischer Dude. Vielen Dank. Schaue nächstes Mal auf jeden Fall vorbei. Okay, cool. Das freut mich, Uno. Dann dir noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Beziehungsweise heute Abend. Bin ja heute Abend wieder im Stream zwischen 19 und 21 Uhr. Ich gebe da nochmal Bescheid. In meiner Steam-Gruppe und auf Facebook. Entschuldigung. Ja, was ist mit dir los, Abdi? Du kannst ja nicht irgendwie einfach Leute beleidigen, die dir gar nichts getan haben. Oder bist du einfach nur betrunken? Weil ich frage mich, was das soll, weißt du? Man kann nicht einfach Leute, die man nicht kennt, einfach als irgendwas beschimpfen. Macht man einfach nicht. Verstehst du? So, ich mache mal eine Abstimmung. Oder Hino, kannst du die Abstimmung machen, bitte? Muhaha. Yo, Mr. Jackson. Kenn ich doch. Du warst schon mal hier, wa? Hallöchen, Mr. Jackson. Hab deinen Zuschauer gehackt. Wie würdest du meine Zuschauer gehackt haben? So, ich mache mal kurz einen Beat rein. Im Hintergrund. Und vielleicht kann Hino eine Abstimmung machen. Oder Team Real oder irgendein Mod. Genau, wo ist denn Hino? Bist du noch da, Hino? Oder bist du away? Ich warte einfach mal kurz, was passiert, ja? Bin leider nicht am PC. Ah, verstehe. Ja, dann warte ich mal kurz auf Hino. Ansonsten mache ich selber kurz, das ist ja kein Problem. Komm, ich mach dich schnell. Wenn du mich nicht noch einmal blockierst, hacke ich dich. Ich bin's, Abdi Stefano. Was ist mit dir los, Digga? Was willst du denn hier? Ey, wenn du nur Leute beleidigst, dann verpiss dich einfach. Ich block dich jetzt einfach. Ich block jetzt beide, mir scheißegal, Mann. Also läuft's nicht. Was geht denn ab? So. Star Fox Adventures. Ansonsten, wenn du ein Problem mit mir hast, komm bitte, schreib mich bitte privat an. Du könntest gerne treffen, wenn du möchtest. So. Star Fox Adventures. Was kommt? Slender machen wir noch rein. Und ansonsten
Was ist denn noch gut? Was können wir noch zum Abschluss reinballern? Chonky? Chonky, was hast du gemacht? Was geht denn ab heute? So, ich mach mal das Ding hier weg. Wo ist denn die blöde Bildschirmaufnahme hin? So. Und jetzt gucke ich mal noch nach dem dritten Spiel, was wir noch in die Abstimmung packen. Ich gehe mal kurz noch meine Listen durch. Uhr. Heute Abend, genau so zwischen 19 und 21 Uhr. Ich gebe das aber nochmal in meiner Steam-Gruppe bekannt, weißt du? Steam-Gruppe und auf Facebook und Twitter gebe ich die genaue Uhrzeit bekannt, Uno. So um 5 oder so schreibe ich das schon. So, ich bin ein Hacker. Was geht denn ab hier? Was ist denn hier los heute? TM Real, ja, das wäre cool, weil ich weiß gar nicht, ich bin jetzt gerade bei Restream nur. Das ist ein bisschen blöd, war, weil man... Warte mal, ich check jetzt das mal, ich regel jetzt hier mal kurz. Ich gehe jetzt mal selber drauf auch, weil ich sehe gerade nur das Restream-Fenster, weißt du, wo alles zusammengeführt wird, alle meine Zuschauer. Den Typen hätte ich direkt gebannt, habe ich gemacht, TM Real, ich habe beide gebannt. Aber es ging hier, Ich habe jetzt zwei Stück gebannt. So, und ich guck mal, was hier sonst noch abgeht. Das mache ich mal zu. Das war ich nicht. Hä? Also, Chonky, warst du das? Was geht denn ab jetzt, ne? Der hat mehr Accounts. Okay. Ich geh jetzt CSGO spielen, Digga. Bis später. Okay, alles klar, Xbox King, bis nachher. Ich hau jetzt gleich mal, glaub, Star Fox rein. Also ist in der Abstimmung. Hier. Aber, wenn es hier weiter so geht. Ich erstelle jetzt einmal die Abstimmung. Das dritte SNES Games fertig. So. Er hat mit meinem Account geschrieben. Ach echt? Chonky, wirklich jetzt? So, jetzt gucke ich mal mit. Das ist geil. Wirklich jetzt? Chonky, ohne Witz? Ich muss gerade mal kurz klären, was hier Sache war. Und hier könnt ihr abstimmen, was ich spielen soll zum Abschluss. Auf dem Link. Aber ich würde mal gern von Chonky gerade hören, was gerade war. Weil er meint, dass er mit seinem Account geschrieben hat. Der eine Typ da. Es geht ab. Wow, Abdi, du Profi-Hacker. Nun geh zu deiner Mama an die Brust, hol dir deine Belohnung ab. Nock, ey, Simon, du bist es. Geil. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Du bist auch nur am Stream, oder? Ja, heute mal so spontan, ja. Meld dich mal privat wieder. Hätte da ein Angebot für dich. Ja, ich wollte dich immer anschreiben. Wir müssen mal schreiben, Simon. Auf Facebook am besten. Wenn ich es mal vergessen sollte, kannst du mich auch gerne anschreiben privat, weil ich vergesse voll viele Sachen immer in letzter Zeit. Ich sperre jetzt seinen PC, dann kann er nicht meine Gmail benutzen. Ja, Simon, der Chonky ist doch schon lange da, weißt du? Der ist eigentlich... cool. Okay, na gut, ist jetzt wurscht. Zum Abschluss, genau, stimmt mal hier noch bitte ab. Achso, Star Fox Adventures ist... Hä? Och, jetzt habe ich die Abstimmung Star Fox Adventures genannt, Freunde. Och Mann, ey. Ich muss nochmal eine neue machen, weil Star Fox Adventures muss ja in die Abstimmung rein. So, was soll... So, ich mache mal nochmal kurz ein Beat an und dann geht's gleich weiter. Oder ich mache gerade irgendeine Mucke an, egal.
Und Simon, wie geht's dir, ey? Schon lange nicht mehr gesehen. So, was soll gespielt Star Fox Slender und einfach SNES Games. Können wir uns dann spontan entscheiden, was wir da spielen wollen? Hab ja genug. So, neue Abstimmung, Freunde. Ist am Start. Ja, schicke ich dir mal Facebook, unseren Discord-Link. Dann können wir mal schnacken. Bin gerade dabei, ein Team von Streamer zusammenzustellen, aber nur mit Leuten, die ich kenne. Könnte für dich interessant sein, wenn du Bock drauf hast. Ja, geil, wir können ja mal sprechen drüber. Wir müssen es echt jetzt mal machen, ja? Machen wir. So, warte mal. Achso, ich weiß gar nicht, ob der Link jetzt geht. Ich poste es mal hier. Bitte abstimmen. Zack. So, da könnt ihr abstimmen. Also ich hoffe, es geht. Wenn es nicht geht, dann bin ich mal gespannt, was da. Doch, es ging. Okay, super. Eine Stimme haben wir schon. Ich würde sagen, wir warten bis 45 ganz genau und dann zockt man noch zum Abschluss das Game. Wo ist eigentlich Hinokami hin? Der ist weg, oder Hino? Wo bist du denn? Genau, was macht dann das Team von Streamern? Simon, kannst du das jetzt hier schon verraten oder eher nicht? Das würde mich auch mal interessieren. So. Mir geht es gut. Bin nun in Affiliate-Programm bei Twitch und bin auch überlegen, ob ich komplett dahin gehe und auf YouTuber nur noch andere Sachen mache. Ah, okay. Also du willst nur noch streamen, ja? Also nur streamen und auf YouTube willst du dann irgendwie, also keine Let's Plays machen, sondern irgendwas anderes. Weil Let's Plays, stimmt, schaut sich niemand mehr an, wa? Das ist echt so. Ein paar schon noch, aber da musst du schon über 5 Jahre oder so deine Community aufbauen, dass du einigermaßen Views kriegst. Man sieht es auch bei Gronkh, der hat teilweise auf manchen Videos nur noch 20.000 Klicks, also auf manchen Let's Plays. Das ist unglaublich wenig für die Menge an Abonnenten. Und im Gegensatz, was halt früher, wie viele Klicks er gemacht hat bei Let's Plays, das ist total heftig, wie das runtergeht. Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten über mein Gmail, ob ich das bin, der sich mit meinem Gmail anmeldet. Ach, echt jetzt? Dann ist es der andere Typ da. Genau, kannst lustig verpacken, ja. Das ist auch. Boah, das Feuer geht nicht mehr. Aber trotzdem, so im Allgemeinen haben Let's Plays nicht mehr so viel Views wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Vlogs oder so. Das hat einfach auch statistisch gesehen mehr Klicks. Ich hole mir mal ein neues Feuerzeug, Freunde. Ja, Chonky, das ist ja voll hart. Also wirklich, ja? Du kriegst die ganze Nachrichten, dass du dass das dein Konto ist oder wie? Das ist ja voll heftig. Ups. So, Abstimmung fertig. Jetzt gucke ich mal das Ergebnis an, was wir da haben. Okay, Super Nintendo Games in dem Fall. Aber es hat auch irgendwie niemand gewotet. Ging der Link überhaupt? Ging der richtig? Weil ich habe den jetzt bei Restream in diesen Chat-Teil da reingeballert. Ich probiere das mal nochmal, ob das überall kommt. Das würde mich mal interessieren. Naja, und nebenbei an was aufbauen. Was für dich vielleicht auch gut. Dazu kann ich aber noch nicht viel sagen. Let's Play werden nicht mehr geguckt. Mache im Moment 2000 Aufrufe im Monat. Okay. Ja, das ist bei Gronkh auch so, wa? Das ist einfach. Im Moment Let's Play Flaute, sage ich mal. Ich mache so um die 20.000 im Monat. 17, 16, 20.000 Klicks ungefähr.
Egal, der soll sich seine Mami ausheulen, dass er es nicht schafft, meinen Account zu hacken. Auf YouTube ist er da und geht auch. Ach so, der Link. Ja, okay. Stimmt, auf YouTube sehe ich ihn und auf Twitch ist er auch da. Okay, dann passt alles. Super. Ja, ich sehe auch gerade beim Stream. Super geile Qualität. Gut Nock, gut Nock, gut Nock. Dann zocken wir jetzt auch mal ein bisschen Super Nintendo, ja? Der Titel ist True. Hi Jojo, Rutschel. Ja, alle Schlampen aus der Mutti. Soll aber nichts gegen Frauen sein, wa? Soll ich den mal ändern? Wir machen das einfach mal so. Da kann sich niemand mehr betroffen fühlen. Alles Lampen außer Mutti. So. Dann gehen wir mal in die Nintendo-Liste, Freunde. Oh, da gibt es wieder bestimmt Copyright-Probleme bei YouTube wegen Nintendo, ey, das ist so hart. Aber ist egal. Monetarisieren ist wurscht. So. Super Nintendo, wo ist denn das? SNES brauchen wir. Hier. Ich mach mal die Musik aus. Es wäre schlauer, dass deine Zuschauer zu Twitch gehen, dass er nicht weitermacht. Ach so, dass alle zu Twitch wechseln, meinst du, ja? Mhm. Ich bin ja auf beiden Plattformen, genau. Also ihr könnt gern auf Twitch gehen. Ich bin ja auf beiden Plattformen, YouTube und Twitch gleichzeitig. Lampen, Herr Jojo. Ja, Jojo, du bist neu, wa? So, komm, wir hauen jetzt einfach mal ein geiles Nintendo-Spiel raus. Wie wär's mit Mario Kart? Oder wie wär's mit Super Tetris 2? Das kenne ich gar nicht so richtig. Ich habe das einmal bei einem Kollegen, also wir haben das Original auf einer Disc, hab das aber noch nie groß gespielt. Vor 100 Jahren mal. Wir machen mal Fullscreen. Hast du noch andere Konsolen? Ja, ich habe noch eine Xbox One S, habe ich mir gekauft vor kurzem. Ich habe meine PS4 mal verkauft, weil ich die eigentlich gar nicht gezockt habe. Und die Xbox One S steht eigentlich auch nur da rum. Ich spiele eigentlich nur Forza Horizon 3. Achso, Gears of War hätte ich auch. Oh, das ist voll laut, oder? Oder geht? Sound Mode Stereo natürlich. So, Mario Kart zocken. Können wir machen. Ich will nur mal kurz gucken, was das für ein Tetris da sein soll. Super Tetris. Moment, ich muss das mal kurz bei YouTube den Titel ändern. Aber YouTube findet dieses Spiel gar nicht. Doch, findet. Super Tetris 2. Da ist es doch. Schaffen wir noch 30 Likes? Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ich sehe das gar nicht. Mal gucken, was das von Tetris ist, Freunde. Oh, geht schon los. Ach, das ist ein ganz normales Tetris. Ja, bin neu. Sorry, dass du für die Nachrichten kommst. Ey, gar kein Problem, Jojo. Alles easy. Nee, Sound ist gut. Danke für die Rückmeldung, Tom. Naja, Tetris halt, wa? Komm, einen machen wir und dann hauen wir Mario Kart oder so rein. Nein! Ich wollte es da rechts reinballern. Scheiße, jetzt ist alles verkackt. Oh fuck. Ich verkack gerade voll, Leute. Ich müsste eigentlich nochmal neu anfangen. Oh Mann, ey. So, endlich mal einen.
Wie gesagt, schlag mir alle Tage. Oldschool, auf jeden Fall schon. Schlag mir die Tage drüber. Muss nun auch langsam mal ins Bett. Schicke dir später den Link. Alles klar, Simon. Haust rein. Gute Nacht, ja? Bis die Tage. Bist du am Arsch, wie gesagt. Will die Sachen einfach anmachen. Bin für heute K.O. Aber dir heute Abend noch viel Spaß. Ich darf morgen wieder ran. Bis Open End. Ich bin morgen auch wieder Open End. Am Start. Wenn du jetzt antwortest, fängt es an. Was fängt was an? Was mich wundert, wo Hinokami hin ist. Dass er auf einmal weg ist. Sehr komisch. Oh, Scheiße. Das sagt der Name schon. Hater? Also, du meinst, du fängst an zu haten, oder wie? Bitte nicht, ich habe Angst. So. Ja. Bei mir ist das Problem, ich bin bei dem Restream ist das ein bisschen anders. Mit dem. Ich kann da nur blockieren irgendwie. Aber ich check das gleich mal ab. Moment. Mach ich sofort. Oder vielleicht kann das auch ein Mod für mich machen. Weil ich gerade mitten im Spiel bin. Na, dann weißt du, wie es ist, immer live zu sein. Oh ja, auf jeden. Ich finde es geil. Also ich streame voll gern. Ich mache das sogar so oft spontan, wenn ich keinen Bock habe, allein zu zocken, dann gehe ich einmal online. Und gehen Stream. Jo. Noch alles easy. Alright. Geiler Sound, oder? Oh fuck. Ach egal. Viel Mario Kart spielen. Das ist voll schwer. Egal. Nein. Tot, tot, tot. Tot. Ich meinte das zu Tom. Was meinst du nochmal? Reception? Leider kann man keinen Permaban, neuer Account und dann ist er wieder da. Ja, stimmt. Nock, ich liebe es euch, einfach Bombe. Alleine die Interaktion mit den Zuschauern ist viel besser. Man kann gleich darauf eingehen, auf die Fragen und auf Wünsche. Also gute Nacht, meld mich später. Alles klar, Simon Blay, haust rein, ja? Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ja eh privat jetzt mal, wa? So, weg mit Tetris. Mario Kart ist angesagt. Komm, wir spielen jetzt noch einmal Mario Kart durch, Freunde, und dann mache ich einen Cut. Ich bin ja dann heute Abend wieder am Start. Gehst du schlafen, Tom, oder wie? So, wo haben wir es denn? So, ja. Genau, hören uns die Tage privat. Ja, machen wir. Gleich wieder da, alles klar, Reception. Bis gleich. Ich würde sagen, wir fahren mal den ersten Grand Prix durch, ja, und dann mache ich einen Cut.
Und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Und achso, und heute Abend kommt die Verlosung, ja? Ich hoffe, ich schaffe das noch davor, das Video auf YouTube zu ballern. Also heute Nachmittag. Und dann am 2-3 Stunden später halt ins Stream zu kommen. Also Stream mache ich auf jeden Fall, aber ich hoffe, ich schaffe wegen der Verlosung, wegen dem Key, das davor auf YouTube zu packen. Und gute Nacht, Tom, ja? Hey Simon, kennst du Restream eigentlich? Ganz kurze Frage noch. Das ist voll geil. Ich stream gerade auf YouTube und Twitch zusammen. Und du hast einen Chat, der zeigt dir alles an und alle Zuschauer gleichzeitig. Das ist richtig cool. So bist du dann auf beiden Plattformen vertreten. Boah, ich drücke die ganze Zeit auf mein Kabel, ey. Geile Grafik, oder? Achso, Moment mal, Freunde. Wir machen mal ganz kurz einen Filter drauf auf die Grafik, dann sieht das besser aus. Zack. Ach ne, ist schon besser. Besser geht's nicht mehr. Okay. Yo. Erster! Ey, genau an der Stelle. Und reingebrettert in die Röhre, ey. Letzte Runde, Freunde! Yo! Kenn ich, aber wenn du Affiliate-Programm bist, darfst du es laut RGB von Twitch nicht mehr. Deswegen streame ich nur auf Twitch. Ach ja, echt? Was ist denn das Affiliate-Programm genau? Wie ich das Spiel damals geliebt habe. Ich auch, ey. Hammer. Ich werde jetzt auch gerade müde. Ich glaube, mir merkt das auch an, war ein bisschen. Ich werde jetzt noch diesen Grand Prix komplett fertig fahren mit euch. Durchspielen und dann. Gute Nacht, mein Sonnenschein. Ey, das ist voll. Achso, ey, Simon, guck mal, was ich für einen Controller habe. Geil, wa? Super Nintendo Controller, original. Für 3 Euro bestellt. Hab dazu ein Video gemacht, kannst du dir mal angucken. Boah, die Prinzessin. Nach hinten abschießen. Ey, die blöden Pilze immer vor mir. Jetzt ist es der nette Hater. Echt, was ist da? Ich kann gerade leider nicht so gut in so guten Chat gucken. Aber nach dem Rennen kann ich wieder in Chat gucken. Boah, war der knapp, ey. Boah, die hat uns überholt. Fuck. Nein, 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 nein. Oh, es ist ja noch eine Runde. Ich dachte, das wäre die letzte. Ich dachte gerade, es wäre die letzte Runde gewesen. Nein, 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 nein! Wow, war der knapp, ey! Habt ihr das gesehen, ey? Das war ja mal ein Foto-Finish.
Habe hier noch eine alte N64 und ein Cube, will mir auch wieder die erste Super Nintendo holen. Ich auch, ich will mir jetzt wieder Originale holen. Ich habe die beiden Kollegen liegen. Und die Wii habe ich mir auch gekauft, ey. Vor kurzem erst. Auch mit Mario Galaxy 1 und 2. Und ich finde auch das Tischtennis voll geil, es macht so Spaß, ey. Eine Link schicken geht leider nicht. Was meinst du mit Link schicken geht nicht? Naja, ich beleidige ja nicht. Ja stimmt, bis jetzt, der nette Hater hat bis jetzt noch nicht beleidigt. Bis jetzt noch nicht, das ist gut. Man muss ja auch nicht beleidigen, ich weiß, ich verstehe gar nicht, was das bringt halt. Wenn so Hater irgendwelche Leute haten, so einfach so, ohne Grund, so. Ich kann es irgendwie nicht verstehen, ey. Deshalb bin ich auch nicht so mit den... Deshalb schaue ich auch nicht so viel YouTuber und so. Ich bin gar nicht so in dem Stil, im Styler so drinne. Das ist mir alles irgendwie zu blöd. Also mich tangiert das nicht. Ich mache einfach Let's Plays und streame, weil es mir Spaß macht, weil ich da Freude dran habe. Und weil es meine Zuschauer auch mögen. Das gefällt mir dann auch sehr, wenn ich halt die Leute glücklich machen kann. Oder zufrieden. Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Und wenn ich den Bowser abknallen kann. Natürlich das Beste. Oh fuck. Voll daneben, ey. So, letzte Runde. Jo. Sondern ich like und abonniere sogar. Echt, ja? Okay, also bist du gar kein Hater. In dem Fall, wa? Schicke das privat noch. Dann kannst du dir das mal angucken. Ist das Vorstufenprogramm für Twitch-Partnerschaft? Kann dir dazu auch noch mehr auf Discord sagen. Okay, gern. Lese ich mir durch, ja? Und kannst mir mal nichts mal erzählen, wenn wir sprechen. So, nun bin ich aber weg. Gute Nacht, Chat. Jo, haust rein, Simon, ja? Bis bald. Also die Grafik ist zu pixelig. Mario Kart 8 kenne ich anders. Jo, da hast du recht. Das stimmt. Das ist ja das erste Mario Kart gewesen auf dem Super Nintendo. Aber ich habe das damals so gesuchtet, ey. Dass es schon krass pixelig war. Und damals fand ich, das sah das so gut aus irgendwie. Ist voll krass. Wenn man sich überlegt, was sich da getan hat, so rein grafisch. Grafisch ist der Wahnsinn, ey. In eigentlich so kurzer Zeit, wie die Spiele jetzt aussehen und immer besser aussehen. Oh, scheiße, ich brauche den Pfeil, hätte ich gebraucht. Oh shit! Das ist oldschool. Oh fuck! Gerade einen Chat gelesen und voll gegen die Wand gefahren. Das ist oldschool, ja, absolut. Mann, geh weg, geh weg, geh weg! Scheiße! Mann, wieso fahr ich denn immer da rein? Und bin aber immer noch Erster, was mich wundert, ey. Ey, wie viele Runden denn noch? So, letzte Runde, Freunde. Puh. Uah, nein, 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 nein.
Und. Yes, geschafft, Freunde. Erster. Also in deine Videoqualität würde ich 1,10 geben, weil Mario Kart 8 sieht bei anderen YouTuber besser aus. Ja, das ist leider nicht Mario Kart 8. Das ist das erste Mario Kart, wie gesagt. Das allererste von, warte mal, wann kam das raus? 1994 oder so? Oder 1995 oder so kam das raus. Das ist, glaube ich, die vorletzte Welt, kann das sein? Aber wenn so Mario Kart 8 aussehen würde in echt, dann würde ich auch nur einen Stern von 10 verteilen. Na klar, überfährt die mich auch noch, ey. Boah, jetzt sind wir voll weit hinten, ey. Ach, das wusstest du echt nicht. Ach so, krass. Okay, ja, das ist, wie gesagt, das allererste Mario Kart. Also Mario Kart 1. Als ich Kind war, habe ich das gesuchtet. Da kam das nämlich gerade raus. Da war das sozusagen ganz neu. Und das sah, als ich Kind war, sah das voll geil aus. So. Man war ja nichts Besseres gewöhnt, weißt du. Da war allein schon 3D-Grafik, so wie hier. Und so war schon richtig gut. So, letzte Runde. Oh, fuck. Ja, klar, uns selbst abgeschossen, ey. Komm, wenigstens Dritter. Wir waren jetzt ein paar Mal Erster. Dann Ah, scheiße, ey. Vierter. Ich kenne nur 8. Das 8. habe ich noch gar nicht gezockt, glaube ich. Oder? Doch, ich hab's mal. Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber doch, ich glaube. Ja, das sieht natürlich schon geiler aus. Das ist natürlich auch geil, aber das ist halt ein Klassiker, weißt du? Das Retro-Game und. Guck mal. Das ist sogar ein Original Super Nintendo Controller. Richtig geil. Ach, wir haben's durch. Ich dachte, es wäre die vorletzte Welt. Das ist ganz alt und heutzutage halt veraltet. Ja, absolut. Das, wie gesagt, das kam, glaube ich, 1995 oder 94 kam das raus. Ich glaube, 94. Ach ne, da steht's da. 92 schon. Krass. Der Sound. Ach, im Stream, ja, echt, ja. Vorhin hieß es eigentlich, wäre gut. Aber wenn was zu laut ist, sagt das einmal, dann mache ich leiser. Das ist gar kein Problem. Müsst nur reinschreiben. Weil ich höre das ja selber nicht. So, jetzt machen wir mal kurz die Zack aus und gehen mal auf Musik. Und wo ist denn die Musik? So. So, Leute, ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Ich bin heute Abend wieder zwischen 19 und 21 Uhr im Stream, gebe ich ja in meiner Steam-Gruppe bekannt, Facebook und Twitter. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zugucken. Es kommt noch ein kleiner Abschluss-Song. Und genau, die Webcam sagt schon mal gute Nacht. Gute Nacht, Webcam. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs Zugucken. Schlaft alle gut, wir haben schon 2:45. Hino ist wahrscheinlich eingepennt.
Aber man sieht sich dann einfach heute Abend im Stream, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Und die Verlosung kommt auch dann im Stream. Heute Abend. Ich versuche, dass ich das Ansagevideo heute noch bringe, heute Nachmittag. Und dann am Abend kommt dann, suche ich dann den Gewinner aus im Stream. So mache ich das. Also schaut dann gerne auf meinen Kanal gegen Nachmittag. Da kommt nämlich das Video, wie ihr mitmachen könnt. Und abends verlose ich dann oder ziehe ich dann den Gewinner im Stream. Gute Nacht, Reception, und gute Nacht, Tom. Und auch an den netten Hater, gute Nacht. Und an alle anderen 6 Leute, die noch da sind. Nein, 7. Schlaft alle gut, ja? Und bis später einfach, würde ich sagen. Gute Nacht. Oh, Milo, ich bin ja noch da. Hi, Milo. Ich mach grad Feierabend. Aber heute Abend geht's weiter um zwischen 19 und 21 Uhr, Milo. Es kommt auch eine Verlosung. Da gucke ich, dass ich das heute Nachmittag auf YouTube bringe, das Video. Und am Abend im Stream ziehe ich den Gewinner. Also wäre cool, wenn du heute Abend dabei bist. Genaue Uhrzeit gebe ich wie immer auf Steam, auf Facebook und Twitter dann bekannt morgen Nachmittag. Wäre cool, wenn du mal wieder dabei bist. Ich wollte dich eh was fragen, Milo, wegen einem Bild und so weiter. Okay, ich komme. Geil, freue mich. Cool. Dann gute Nacht, ey, und bis heute Abend einfach. Bis später, ja? Haut da rein. Peace.